Gut, dann auch nochmal herzlich willkommen für die Aufzeichnung. Das habe ich jetzt gerade schon vor der Aufzeichnung gesagt, zur heutigen Vorlesung. Genau, wir haben heute zwei Themen vor uns, nämlich zum einen Best Practices für die Programmierung, insbesondere in Java. Wir hatten ja schon beim letzten Mal objektorientierte Designprinzipien gesprochen, die allgemein für objektorientierte Sprachen relevant sind. Und hier in dieser ungefähr ersten halben Stunde der Vorlesung schauen wir uns nochmal einige Best Practices, die insbesondere für Java und Java API Equals Methode relevant sind. Und danach beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man Fehler finden und beheben kann. Das wird dann so langsam immer relevanter, je komplexer die Abgaben sind. Und das insbesondere bei den Abschlussaufgaben wird das ja schon, aber auch jetzt beim letzten Übungsblatt schon ein bisschen komplexer sein. Da braucht man dann vielleicht auch das Wissen und Fähigkeiten dazu, wie man Fehler im eigenen Code finden kann. Das schauen wir uns dann danach an. Genau, aber fangen wir an mit den Best Practices, wie gesagt, Java bezogen. Wenn es Fragen gibt über Slido und Webcams, bitte ausgeschaltet lassen, weil eben aufgezeichnet wird und ich jetzt bei mir lokal aufzeichne, was bedeutet, dass der Webcam-Feed gleich mit rein aufgezeichnet wird und ich den nicht im Nachhinein irgendwie zusammen oder eben auseinanderschneiden kann. Gut, kommen wir hier wieder zu unserem Vorlesungsüberblick. Und da hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, Sie wissen schon sehr viel, Sie kennen schon sehr viel. Hier diesen Hauptteil eigentlich zum Handwerkszeug des Programmierens, Datentypeninstanzen und das Bauen von Systemen haben wir schon durch. Wir sind jetzt hier gerade im Methodikteil und schauen uns heute eben die Best Practices spezifisch für Java an. Andere Themen werden auch noch in den Tutorien behandelt. Die Lernziele jetzt für diesen ersten Teil der Vorlesung sind es, dass Sie die Best Practices für oft auftretende Entscheidungen im Entwurf von Java-Programmen eben speziell kennen, dass Sie die fünf vorgestellten Prinzipien anwenden können und den Einsatzzweck kennen und dass Sie insgesamt damit gut lesbaren und gut wartbaren Code in Java schreiben können. Nun ist dieser letzte Punkt natürlich ein sehr großer eigentlich und es gibt ja auch für professionelle Programmierer immer wieder Dinge, über die man reflektieren und über die man nachdenken kann. Also die fünf vorgestellten Prinzipien sind sicherlich auch nicht alles, was man in Java machen kann oder lernen kann, auch wenn man das auch insbesondere sich mit diese Sprache professionell verwendet, aber soll eben hier ein Startpunkt sein und sind so aus unserer Sicht die wichtigsten Prinzipien, um ja, wichtige Fehler aus oder vermeiden zu können. Entsprechend schauen wir uns heute einige Prinzipien des guten Programmierens in Java an. Das erste, das hatten wir auch schon mal teilweise angesprochen, ist, dass man besser Polymorphie statt Instance of verwenden sollte im Quellcode. Dann die Unterscheidung zwischen dem Gleichheitsoperator und Equals. Im Zusammenhang, also der Rest der Prinzipien ist dann tatsächlich auch im Zusammenhang mit Equals, nämlich, dass Sie geeignet die Standardimplementierung von Equals überschreiben sollten, wenn in Ihrem Programm das benötigt wird. Dass man bei dieser Implementierung aber auch aufpassen muss und worauf man aufpassen muss, werden wir besprechen. Die Verwendung von Super.Equals werden wir besprechen und auch Vorsicht oder warnen sozusagen vor der Verwendung von Instance of in Equals. Das sind eben alles Java-spezifische Praxistipps gegenüber den allgemeinen Entwurfsprinzipien aus dem letzten Foliensatz. Ich sehe gerade, ich glaube, da hat sich die Nummerierung geändert. Also aus dem letzten Foliensatz meine ich. Wenn Sie das Ganze nochmal nachlesen wollen, können Sie das in diesem Buch hier tun, wo das entsprechend entnommen ist aus den Kapiteln, die hier angegeben sind. Gut, kommen wir zu diesem ersten Prinzip, nämlich das Prinzip, dass man Polymorphie gegenüber Instance of verwenden sollte. Und das hatten wir tatsächlich auch schon in einigen Beispielen jeweils gesehen. Also zum Beispiel hatten wir meine Total Price Methode, die für verschiedene Arten von Teilen den Preis berechnen sollte und wo wir dann einen in der ersten Lösung, die eben nicht so gut war, in dieser Total Price Methode dann zum Beispiel eine Unterscheidung gemacht haben, ist das jetzt, ich glaube, es war Motherboard, dann soll ein Discount abgezogen werden, was man dann mit Instance of machen kann. Und das haben wir in dem Kontext ja schon besprochen, sollte man so nicht machen, sondern lieber Polymorphie verwenden, sodass man irgendwelche, zum Beispiel Discounts von Objekten, dann über Methoden in den Objekten selber machen kann, die dann ja geeignet durch die dynamische Bindung aufgerufen werden. Also wenn es Methoden gibt, die in einer für verschiedene Objekte in einer Vererbungshierarchie unterschiedliche Dinge tun sollen, dann sollten diese Unterschiedlichkeiten eben in den verschiedenen Objekten selber und in Methoden dieser Objekte gekapselt sein, sodass Methoden, die mit diesen Objekten arbeiten, eben nicht unterscheiden müssen,
welches der Objekte in einer Vererbungshierarchie denn hier gerade vorliegt, sozusagen. Und ja, in dem Buch Effective C++ sagt Scott Myers das sogar so harsch sozusagen, dass man das nicht tun soll. Anytime you find yourself writing code of the form, if the object is of type T1, then do something, but if it's of type T2, then do something else. So anytime you find yourself writing code like that, slap yourself. Also Sie können an dieses Bild hier denken. Also das sollte man echt nicht machen. Slap yourself if you find yourself writing code of this form. Was kann man dagegen machen? Also das sollte man eben nicht schreiben. Wenn etwas von Typ 1 ist, dann mach dies. Wenn etwas von Typ 2 ist, dann mach das. Sondern Polymorphie soll ausgenutzt werden. Instance of, hier jetzt falsch geschrieben, sorry, naja, ist ja der Operator in Java, den es Ihnen ermöglicht, zur Laufzeit zu bestimmen, ob ein Objekt eine Instanz eines bestimmten Typs ist, so sollte ich es eigentlich formulieren, denn es sind auch Unterklassen, die damit abgefragt werden können. Also ich könnte sagen, ein Katzenobjekt, Instance of Mammal, und das würde zu True ausgewertet werden. Das benötigt man an manchen Kontexten bei der Programmierung, aber man sollte eben aufpassen, ob das an der Stelle im Programm, wo man es verwendet, auch wirklich nötig ist oder ob man es sich besser durch Polymorphie ersetzen kann. Also es wird tatsächlich häufig im falschen Kontext eingesetzt, eben in der Form, wie ich es gerade auf der Folie hatte, und sollte dann an der Stelle sollte man dann schauen, ob man es nicht durch Polymorphie ersetzen kann. Hier ein Beispiel für einen schlechten Entwurf. Beziehungsweise dann gleich auf der rechten Seite noch die entsprechende schlechte Methode, die dabei rauskommt. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Interface-Mitarbeiter, eine Klasse Manager, der eine bestimmte Salary bekommt, und eine Klasse Programmierer, der auch eine Salary und noch einen Bonus bekommt. Und dann haben wir eine Klasse, die sich um die Gehaltsabrechnung kümmert, mit einer Methode CalculatePayroll für den Employee und einer Main-Methode, die das Ganze auch ein bisschen testet und aufruft. Und in der Methode CalculatePayroll wollen wir also erstmal für einen Employee, hier wird das Interface verwendet, das Gehalt bestimmen und fragen dann ab, wenn dieses Employee-Objekt eine Instanz von Programmer ist, dann addieren wir zu diesem Geld, was derjenige bekommt, auch noch den Bonus hin. Also dann casten wir das Objekt zu einem Programmer und können dann auf die Bonusmethode, die ja hier nur bei Programmer definiert ist, auf der linken Seite zugreifen und eben diesen Wert noch addieren auf den Betrag, den derjenige bekommt. Das könnte man dann entsprechend aufrufen, also neue Gehaltsabrechnung, neuer Programmierer, neuer Manager und dann für den Programmierer und den Manager das Ganze berechnen, wie viel Geld die bekommen. Das ist also funktional erstmal richtig. Es tut das, was man jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich tun sollte. Aber das Problem ist hier natürlich die Wartbarkeit. Also hier die Frage, das können wir auch dann direkt über Slido machen, was passiert denn hier, wenn ich, na, wo ist meine Frage hin? Wenn man jetzt hier noch eine Gehaltsgruppe hinzufügen möchte. Was müsste man jetzt hier tun? Also noch eine Gehaltsgruppe Architekt zum Beispiel. Software-Architekt. Genau, noch eine If-Bedingung. An mehreren Stellen was im Code ändern. In Payroll was hinzufügen. Neue Klasse, das muss man auch, genau. Dann bist du den bestehenden Code ändern, Payroll ändern. Genau, das sind zumindest die Antworten, die auch die Frage beantworten. An der Stelle Instance of benutzen. Genau, das ist das Problem. Man müsste zum einen natürlich, und das ist auch okay, erstmal eine neue Klasse für diese neue Gehaltsgruppe hinzufügen, also eine Klasse Software Architect zum Beispiel. Aber das Kritische, was jetzt an dieser Stelle eben problematisch ist, dass man nicht nur das machen muss, sondern eben auch noch an dieser Stelle hier die If-Bedingung erweitern muss und dann zum Beispiel sagen müsste, also angenommen, der Software Architect, das ist vielleicht auch noch relevant, der Software Architect bekommt auch einen Bonus, das sollte ich hier noch ergänzen, dann müsste man dann hier eben nochmal abfragen, Employee Instance of Programmer und danach nochmal Employee Instance of Software Architect, um dann den Cast machen zu können und den Bonus dazu berechnen zu können. Genau, wenn der tatsächlich, fällt mir jetzt gerade auf, wenn der Software Architect auch keinen Bonus bekommt, dann würde sogar dieser Code weiterhin funktionieren.
Aber gut, okay. Okay, also das wäre unschön, weil wir, wie wir ja besprochen haben, wir wollen auch möglichst kurz so schreiben, dass er nicht im Nachhinein geändert werden muss. Und das ist eben bei dieser Payroll-Methode hier nicht der Fall. Klar, ich muss natürlich Code ändern, wenn ich eine neue Klasse Software-Architekt einfügen will. Das ist ja auch funktional an der Stelle dann sinnvoll, aber ich sollte eben meinen Entwurf so machen, dass ich vermeide, an anderen Stellen in meinem Code, wie zum Beispiel hier in der Payroll-Methode, dann auch eine Änderung machen zu müssen. Genau, und wie kann man das vermeiden? Das hatte ich jetzt gerade vergessen, aber Sie wissen ja, wo das ist. Wir können einen besseren Entwurf hinzufügen und können sagen, aha, das Berechnen eines Bonus oder überhaupt des Gehaltes ist ja quasi ein Belang, der auf Ebene des Mitarbeiters insgesamt relevant ist. Also es ist eine Möglichkeit, wie man es jetzt umsetzen kann, sodass wir den Bonus dann hier hochziehen von aus dem Programm oder aus der Klasse Programmierer bis hin allgemein zu diesem Konzept eines Mitarbeiters und dann einfach sagen, dass ein Manager eben keinen Bonus bekommt und muss dann hier auch die entsprechenden Methoden implementieren. Und so können wir dann bei der Payroll-Implementierung diese Berechnung des Gehaltes einfach auf Ebene der Mitarbeiter, der Employees machen und können uns hier das Instance of entsprechend sparen. Wir nutzen jetzt hier also die Polymorphie, dass beide Methoden natürlich sogar die Salary-Methode und die Bonus-Methode dynamisch gebunden werden an die tatsächliche Implementierung, die für das Objekt, was hier jeweils vorliegt, relevant ist. Und das ist dann eben die schönere Lösung, die Polymorphie statt Instance of verwendet. Kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip, nämlich die Unterscheidung zwischen dem Gleichheitsoperator und der Equals-Methode. Und da sind eben Fragen, die Sie im Nachhinein für sich beantworten können, dass Sie wissen sollten, was der Unterschied zwischen diesem Gleichheitsoperator und dem Equals eben ist. Die Frage, ob man alles mit dem Gleichheitsoperator vergleichen kann und wo man Equals benutzen kann. Das ist eben ja, eine typische auch Anfängerproblem in Java, dass diese Dinge erstmal sich auch fast gleich aussprechen, wenn man es insbesondere auf Englisch liest und dann erstmal gar nicht so klar ist, was da der Unterschied ist. Das heißt, da muss man sich eben schon mit beschäftigen und sich das verinnerlichen, was da der Unterschied ist. Wir hatten es ja auch schon diskutiert, aber hier jetzt nochmal auch einleitend für die weiteren Prinzipien, so ein bisschen zur Wiederholung. Hier haben wir ein Beispiel, kleines Beispielprogramm, kleine Main-Methode. Und die Frage an Sie wäre jetzt erstmal, was kommt denn jetzt hier raus? Wir haben zwei Ausgaben. Ich muss es entsprechend wieder freischalten hier. Was kommt hier raus? Wir haben zwei Integer-Werte, die auf 10 initialisiert werden und dann die erste Ausgabe, die wir uns jetzt erstmal anschauen können, A mit Gleichheitsoperator mit B verglichen, ist eben dieser Vergleich. Und jetzt ist die Frage, zu was wird dieser Ausdruck hier A gleich gleich B ausgewertet? Genau, das sehen die meisten richtig. Das wertet natürlich so true aus. Ich glaube, ich kann jetzt noch nicht auf Weiterschalten, weil ich dann gleich die nächste Lösung mitgebe. Das wird so true ausgewertet. Der Gleichheitsoperator ist dazu da, um den Wert in der Variablen, die hier von A und von B jeweils referenziert wird oder bezeichnet wird, diese beiden Werte miteinander zu vergleichen. Jetzt haben wir hier ein anderes oder drei weitere Zeilen, dass ein Integer-Objekt, das ist ja so ein Wrapper-Objekt, worüber wir schon gesprochen haben, initialisiert wird. Hier der Konstruktor dieses Objekts aufgerufen wird mit dem Wert 10 und nochmal ein Integer, großgeschrieben Integer-Objekt, nochmal mit dem Wert 10 initialisiert wird. Und was würde jetzt passieren, wenn ich dieses Integer-Objekt A mit dem Integer-Objekt B vergleiche über diesen Gleichheitsoperator. Da muss ich jetzt erstmal das hier wieder ausmachen. Nächste Frage anschalten. Was kommt denn da raus? Oh wow, für die eine Antwort gab es gerade 102% Zustimmung. Das war jetzt ein interessanter Bug bei Slido. Ganz kurz. 102% von Ihnen meinten die eine Lösung. True oder false? Aber genau, das ging echt schnell, dass schon 130 von Ihnen die richtige Antwort gegeben haben. Genau, das ist natürlich false. Warum ist das so? Ich hatte es gerade schon gesagt.
Aber wir blättern es nochmal langsam ein. A und B sind vom Typ Integer, das sind primitive Datentypen und haben keine korrespondierenden Objekte. Das heißt, wenn ich jetzt A gleich gleich B schreibe, bedeutet das, dass der Wert in der Variable A mit dem Wert in der Variable B verglichen wird. Und der Wert in der Variable an A ist eben eine 10. In der Variable B ist auch eine 10. Das wird entsprechend zu true ausgewertet. Die Variable IA und IB sind allerdings vom Typ Integer, also das Integer-Objekt, und sind Objektreferenzen. Und Sie erinnern sich an dieses Bild, wie das Ganze im Speicher organisiert ist. Also tatsächlich enthalten diese Variablen erstmal nur die Adresse des Objekts im Speicher, also die Referenz, besser gesagt, auf das Objekt im Speicher. Und diese beiden Referenzen, da wir hier ja zwei Objekte initialisiert haben, zeigen eben auf zwei unterschiedliche Objekte. Und entsprechend liefert dieser Gleichheitsoperator, der wirklich nur den Wert der Variablen vergleicht, den Vergleich zwischen diesen beiden Objektreferenzen, das sind zwei verschiedene Objekte, also ist der Vergleich dann auch, wertet dann auch zu false aus. Genau, das zu gleich gleich. Jetzt die nächste Frage, die ist vielleicht auch eindeutig. Aber wie vergleicht man denn jetzt die gespeicherten Werte denn ob der Objekte? Wenn ich jetzt in dem Kontext, wo wir eben waren, jetzt aber wissen will, ob da eigentlich die gleiche Zahl drin steckt in dem Integer-Objekt IA und in dem Integer-Objekt IB, wie kann ich das machen? Ah ja, genau, die Antworten kommen hier schneller reingerauscht, als ich gucken kann. Genau, das kann man. Ein paar andere Antworten sind auch noch dabei, aber man kann das mit Equals machen tatsächlich. Und Equals ist an der Stelle tatsächlich für Integer-Objekte auch schon definiert. Das heißt, Sie müssen an der Stelle nicht Equals überschreiben oder sowas, sondern dass Sie können die Equals-Methode von diesen Objekten nutzen. Es macht aber tatsächlich Sinn, hier nicht einfach darauf zu vertrauen, dass eine Klasse wie die Integer-Klasse auch eine geeignete Equals-Methode implementiert, sondern tatsächlich auch da in der Dokumentation dieser Klasse nachzuschauen, ist die Methode Equals, die ja eigentlich auf Object-Ebene definiert ist, für diese Klasse schon geeignet implementiert worden. Und wenn nicht, dann müsste man für den Vergleich vielleicht lieber auch eine Hilfsmethode von Hand schreiben. Das gibt es natürlich tatsächlich auch diesen Fall. Kommen wir gleich noch zu. Genau, also die Antwort ist natürlich Equals, also liefert einen semantischen Vergleich oder soll einen semantischen Vergleich zumindest liefern. Equals ist aber eine Methode, das ist auch noch zu bedenken. Das heißt, das kann ich natürlich auch nur zum Vergleichen von Objekten benutzen und nicht zum Vergleich von primitiven Datentypen. Ich hätte jetzt in dem Beispiel eben nicht A Punkt equals B schreiben können, weil A einfach nur ein Integer ist und auf Integer-Variablen kann ich keine Methoden aufrufen. Genau, weiteres Beispiel hier. Eben weiter gucken. Was war hier der Punkt, den ich machen wollte? Hier, ja, was passiert bei unterschiedlichen Typen? Also hier können wir nochmal gucken, was passiert, wenn ich zum Beispiel mit dem Wert 10, mit einer Variablen B, mit einem Float-Wert von 10 vergleiche. Mit dem Gleichheitsoperator ist das kein Problem. Die Werte werden verglichen und diese beiden Zehnen, sozusagen Repräsentationen von 10, werden als gleich dann interpretiert. Also da kommt true raus. Bei den Objekten ist es ein bisschen anders. Ich kann jetzt zwei Integer-Objekte mit Equals vergleichen. Das haben wir jetzt hier unten, also IA, IB initialisiert wie eben. Und wenn ich dann IA.equals IB aufrufe, Equals-Methode ist in Integer eben in der Integer-Klasse schon implementiert, dann liefert das die Programmausgabe true. Interessant ist noch wieder, wenn ich ein Integer-Objekt mit dem Wert 10 initialisiere und ein Float-Objekt, die es auch gibt, mit dem Wert 10 initialisiere und diese beiden dann hier hinten vergleiche, dann liefert das den Wert false, was vielleicht auch wieder unintuitiv ist. Deswegen wichtig, bei der Verwendung von Equals in die Dokumentation der beteiligten Klassen nochmal eben hineinzuschauen. Genau, das liegt daran, dass die Objekte unterschiedlicher Klassen meist nicht als gleich betrachtet werden. Das ist so die Standardinterpretation, dass also zwei Objekte nicht gleich sein können oder meistens als nicht gleich angesehen werden, wenn sie Instanzen von unterschiedlichen Klassen sind. Also wirklich in ihrem dynamischen Typ Instanzen unterschiedlicher Klassen sind. Okay, das kann ich hier auch entsprechend ausmachen. Dann gucken wir weiter. Das war jetzt erstmal die Unterscheidung zwischen dem Gleichheitsoperator und der Equals-Methode. Jetzt kommen wir zum Thema Überschreiben, was jemand von Ihnen gerade eher auch bei den Antworten aber schon genannt hatte. Equals soll eben, wie gerade gesagt, diesen semantischen Vergleich zwischen zwei
Objekten liefern, aber um das zu erreichen, muss ich es insbesondere für eigene Klassen auch implementieren. Das passiert nicht von alleine, sondern man muss es überhaupt erstmal ja, selbst machen, um diese Möglichkeit, diese Methode auch sinnvoll im eigenen System nutzen zu können. Hier ist ein Beispiel, wenn wir eine Klasse Golfball haben und Eigenschaften von Golfbällen kann die Marke sein, welche Eigenschaften wieder beschaffen ist und eine Compression-Stärke, also wie fester ist, sage ich jetzt mal. Ich kenne mich mit Golfbällen nicht so gut aus tatsächlich. Dann könnte das jetzt mal hier unser Beispielobjekt, unsere Beispielklasse sein. Und wir wollen jetzt in einer Equals-Methode, wir müssen uns quasi erstmal bei der Implementierung einer Equals-Methode überlegen, wann sind denn zwei Golfbälle gleich? Was soll da die Bedingung sozusagen dafür sein? Was macht in unserem Kontext unseres Programmes zwei Golfbälle gleich? Typischerweise ist es so, dass man sagt, zwei Objekte sind dann gleich, wenn alle Attribute jeweils denselben Wert haben. Und das könnte ich jetzt hier nutzen. Also man könnte jetzt sagen, na gut, okay, die Equals-Methode soll ja eigentlich gerade semantische Gleichheit sagen. Also schreibe ich, wenn ich das irgendwo nicht irgendwo vergleichen möchte, ob zwei Objekte gleich sind, hier zum Beispiel in einer Warehouse-Klasse, initialisiere ich zwei Golfbälle und könnte dann mit Equals eben überprüfen, ob diese beiden Golfbälle gleich sind. Ich mache es ja nicht mit gleich, also vergleiche nicht Objektreferenzen. Ich habe hier zwei Golfbälle mit den gleichen Werten für die Attribute initialisiert, rufe dann die Equals-Methode aus und gebe entsprechend aus, ob die beiden Bälle hier als Equal erkannt werden oder nicht. Wenn ich das jetzt mache, kommt erstmal vielleicht überraschend heraus, dass der erste Ball hier nicht dem zweiten Ball gleicht. Und warum ist das so? Man muss. Nein, stimmt, das wollte ich Sie fragen. Warum ist das so? Was fehlt hier noch? Das ist jetzt nicht das gleiche Problem wie bei Prinzip 2. Also das Problem ist jetzt nicht hier, dass ich direkt. Ah, da ist es vielleicht doch. Moment, ich höre an der Stelle auf. Genau, Equals ist nicht mit überschrieben, sehe ich an der Stelle. Implementierung der Methode. Es fehlt die Equals-Methode in Golfball. Genau. Das ist es. Wir müssen Equals eben auch noch an der Stelle geeignet implementieren. Oder beziehungsweise andersrum gesagt, wenn wir das nicht tun, die Equals-Methode für unsere eigene Klasse implementieren, dann also die Golfball-Methode hat keine Equals-Methode. Die Golfball-Methode leitet von Java Object ab, also hat keine eigene Implementierung. Und dann, das heißt, die Implementierung der Equals-Methode der Klasse Object wird verwendet, habe ich gerade schon gesagt. Und bei dieser Equals-Methode, genau, hier können wir weitergehen, wird intern tatsächlich nur wieder ein Gleichheitsvergleich mit dem Gleichheitsoperator gemacht. Das heißt, ich vergleiche wieder nur die Objektreferenzen der beiden übergebenen Objekte, weil das einfach die einzige Art ist, Equals umzusetzen auf dieser ganz abstrakten Ebene von Object. Also das ist also dann genau der gleiche Effekt, als wenn ich den Gleichheitsoperator geschrieben hätte. Was wir also noch machen müssen, ist, die Equals-Methode selber sinnvoll für unser eigenes Objekt zu implementieren. Und das können wir zum Beispiel machen, wie hier gezeigt, also hier nur die Equals-Methode gezeigt. Wir prüfen, da muss man auch ein bisschen gucken. Wir prüfen erstmal, ob das übergebene Objekt tatsächlich genau das identische Objekt ist wie unser eigenes, das gleich Objekt. Dann geben wir True zurück, weil dann ist es auf jeden Fall gleich. Dann, falls das nicht der Fall ist, müssen wir noch überprüfen, ist das übergebene Objekt 0? Weil dann, wenn ja, sollte man halt nicht aufrufen, wo wir hier unten machen. Also ja, wenn es 0 ist, würden wir halt false zurückgeben wollen. Auch wenn es eine Instanz einer anderen Klasse ist, denn hier haben wir ja tatsächlich erstmal nur eine Referenz vom Typ Object, keine Referenz vom Typ Golfball, dann würden wir auch false zurückgeben. Wenn das Objekt aber nicht 0 ist und außerdem die gleiche Klasse hat, gleichen dynamischen Typ hat wie unser Golfball, dann können wir jetzt tatsächlich in diesen semantischen Vergleich gehen. Wir casten also erstmal das übergebene Objekt zu einem Golfball. Objekt oder zu einer Golfball-Objektreferenz und können dann überprüfen, ist der Brand equal
den Brand von dem anderen Golfball, Make equal Make von dem anderen Golfball und Compression gleich, weil das ist jetzt ein Integer, zu der anderen, der Compression des anderen Golfball. Und wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, dann geben wir True zurück, sonst False. Dann bekommen wir in dem Beispiel, was wir eben hatten, dann auch die gewünschte Ausgabe, dass die beiden Bälle gleich sind und das entsprechend erwartete Verhalten, solange tatsächlich diese Objekte vom Typ String sind. Das hatten wir jetzt hier. Ja, hier nutzen wir die Equals-Methode von String und die tut, was man erwartet. Sie überprüft eben zeichenweise, ob Strings gleich sind. Man könnte sich jetzt noch eine andere Implementierung dieses Golfballs vorstellen. Vielleicht würden wir ja bei den Brand und Makes nicht die Klasse String benutzen wollen, sondern die String-Buffer-Klasse, die ein bisschen an manchen Stellen performanter sein kann. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber also was Ähnliches tut wie ein String, aber eben gepuffert. Nutzen. Und wenn wir das jetzt so machen würden mit der Implementierung von Equals vorher, also diese Attribute von String zu String Buffer ändern, dann würden wir interessanterweise wieder bekommen, Ball 1 does not equal Ball 2. Warum ist das so? Problem daran ist, und deswegen kann ich nur wieder wiederholen, schauen Sie immer jeweils in die API-Beschreibung der Klassen, die Sie verwenden, hinein. Das Problem hier ist, dass die String-Buffer-Klasse die Equals-Methode nicht sinnvoll implementiert, sondern da auch wieder, wenn ich jetzt richtig weiß, nur dass das Object, die Object-Referenz verwendet wird. Also zumindest so verglichen wird, dass zwei Brands, die eigentlich gleich initialisiert wurden, nicht als Equal erkannt werden. Was könnte man dann tun? Dann könnte man sagen, naja, Lösung 1, ich konvertiere diesen Brand, der jetzt hier ein String-Buffer ist in diesem Beispiel, erst zu einem String und vergleiche den mit dem anderen Brand, auch erst in String konvertiert, mit Equals. Das mache ich genauso für Make. Das wäre eine Möglichkeit, dass man dann die Equals-Methode von String benutzt, statt von String-Buffer, das in der eigenen Equals-Methode so umsetzt. Das kann man machen. Ist einfach nur das Problem, dass das ja ein bisschen teuer ist, weil da dann erst relativ viel Objekte nochmal neu erzeugt und umgewandelt werden müssen, was ja, in der Performance nicht ideal ist, sondern ein bisschen teuer. Das könnte man also noch machen. Man könnte eine eigene Klasse MyStringBuffer schreiben, die Equals-Methode sinnvoll für unser Programmkontext sinnvoll implementiert. Und dort eine eigene Implementierung von der Equals-Methode schreibt. Das ist aufwendiger, aber ist auch vorteilhaft, insbesondere weil man dann diese Problematik mit dem String-Buffer, der die Equals-Methode nicht richtig oder nicht wie erwartet, sage ich mal, implementiert, nicht in der Golfball-Klasse hat, sondern quasi diesen Konzern, diesen Belang in eine eigene Klasse verschoben hat. Das ist gut. Hier ist auf der nächsten Folie ist es so gelöst, dass wir eine Kompositionsbeziehung, wie wir das ja in der letzten Vorlesung diskutiert haben, zwischen MyStringBuffer und StringBuffer haben, weil wir nämlich von StringBuffer nicht direkt ableiten können. Das ist eine Final Class, wie das ja bei einigen Klassen in der API ist. Das könnte es also so machen. Wir haben machen eine Klasse MyStringBuffer, die referenziert eine StringBuffer, muss natürlich die Methoden, die wir benötigen, entsprechend delegieren an diesen StringBuffer. Und das ist jetzt hier durch die Punkte angedeutet und kann dann insbesondere eine Equals-Methode implementieren, die geeignet, für unseren Kontext geeignet, nämlich zeichenweise den Inhalt des Puffers, String-Buffers vergleicht und dann True wiedergibt, wenn tatsächlich die Zeichen, die dort abgespeichert sind, alle gleich sind. Wenn ich das jetzt verwende, kann ich wieder unsere einfachere Equals-Methode von eben verwenden, die einfach nur Brand equals Brand make equals make und so weiter vergleicht, wenn jetzt eben Brand und Make vom Typ MyStringBuffer sind. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man das an dieser Stelle lösen kann, also an der Stelle, wo ich das fasse ich gleich nochmal zusammen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man das lösen kann. Man könnte das nicht über Equals machen, sondern eine eigene Compare-Methode implementieren, die zwei StringBuffer-Objekte vergleicht in der Golfball-Klasse oder wo auch immer man die hin macht. Dann müsste man die Equals-Methode der Golfball-Klasse so verändern, dass sie eben diese Compare-Methode verwendet für die String-Buffer-Objekte. Dann ist es vielleicht gut, weil man dann keine weiteren Klassen implementieren muss. Bisschen nachteilig, weil man dann in der Equals-Methode nicht nur auf Equals-Methoden anderer Objekte zugreift, sondern auch eine Compare-Methode nutzt. Vielleicht nicht so schön. Und
Würde dann auch bedeuten, wenn man dann wieder mal zurückgehen möchte auf ein String-Objekt, muss man auch die Implementierung der Equals-Methode ändern. Also von daher ist es eigentlich ein bisschen unschöner, aber es wäre dann eben alles in der einen Klasse gekapselt. Okay, wie gesagt, das waren jetzt alles schon ein bisschen kompliziertere Fälle für den Fall, dass ich in einem Objekt, für das ich jetzt meine eigene Equals-Methode implementieren möchte, Attribute habe, deren Klassen keine sinnvolle Implementierung von Equals bereitstellen, wo ich die Klassen selber auch nicht anpassen kann, weil sie zum Beispiel zur Java API gehören. Und das sind jetzt hier ein paar, im Prinzip Workarounds, wie man dann trotzdem vorgehen kann. Es kann auch manchmal sein, dass einfach die Equals-Implementierung, die eine Klasse hat, nicht zu dem semantischen Vergleich passt, den man selber machen möchte. Und dann ist es eben auch hier verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Okay, kommen wir zum vierten Prinzip. Ich sollte mich auch vielleicht ein bisschen sputen hier. Nämlich, ja, Vorsicht ist sowieso immer gut. Also so heißt jetzt auch unser Prinzip Vorsicht bei der Implementierung von Equals insbesondere. Man sollte eben bei der Implementierung von Equals genau darauf achten, was denn eigentlich diese Equals-Methode ausmacht und was man ja auch bedenken sollte. Man sollte für sich immer die folgenden Fragen hier stellen, bevor man eine Equals-Methode tatsächlich neu implementiert. Die erste ist, braucht eine Klasse überhaupt eine Equals-Methode? Also das muss ich jetzt nicht unbedingt zwingend für jede Klasse machen, die in meinem Programm da ist, sondern ich sollte es eben dann machen, wenn ich irgendwo anders in meinem Programm Objekte der Klassen logisch miteinander vergleichen möchte. Also irgendwo so vergleichen möchte, dass der Vergleich zweier Referenzen nicht genügt. Und dann muss ich mir eben auch selber überlegen, wie vergleiche ich denn jetzt hier an der Stelle? Also ich kann die Implementierung, die wir gerade gesehen haben, nicht ohne weiteres auf alle Implementierungen anwenden, sondern man muss schon überlegen, was bedeutet denn jetzt an dieser Stelle Gleichheit? Wann sollen zwei Objekte gleich sein? Was man sich dann auch noch fragen sollte, ist, welche Objekte miteinander verglichen werden sollen? Nur Objekte derselben Klasse? Und da kommen wir dann gleich noch zu, dass es einige Argumente gibt, das eher nur zu tun. Oder will man in der Equals-Methode auch Objekte der Unterklassen mit Objekten der Basisklasse vergleichen können? Also will man auch ein Mammal mit einem Dog vergleichen können und soll das zu True ausgewertet werden können? Und entsprechend, nachdem ich mir diese Fragen beantwortet habe, muss ich das dann auch umsetzen. Bevor wir da nochmal weiter darauf eingehen, auf die Frage Basisklasse versus abgeleiteter Klassen, schauen wir uns erst nochmal ein weiteres Prinzip an, das besagt, wir sollten Superpunkt-Equals verwenden. Jetzt habe ich, hier kommt die Frage. Sie sehen schon den Slido-Button, aber wir brauchen natürlich auch noch eine Frage dazu. Frage ist, was passiert eigentlich mit der Equals-Methode bei Vererbung? Ich frage eigentlich im Moment zu viel, aber machen wir das noch trotzdem nochmal eben. Was kann man über die Equals-Methode und Vererbung sagen? Das ist ein bisschen vage Frage vielleicht, aber überlegen Sie mal, was Sie dazu wissen. Müssen Sie nicht unbedingt reinschreiben. Genau, unterschiedliche. Oder zwei Stichworte hier vielleicht, wird vererbt und das ist tatsächlich das, was passiert, genau. Und das Stichwort überschreiben steht hier noch, aber das passiert natürlich nicht unbedingt automatisch, sondern was erstmal automatisch passiert ist, dass die Equals-Methode vererbt wird. Also wenn ich das ist ja auch bei Object schon so, von einer Klasse erbe, die die Equals-Methode implementiert dann und davon eine weitere Klasse ableite, also genau, dann wird diese Equals-Methode auch erstmal vererbt. Ich kann sie dann, wenn ich will, überschreiben und sollte das auch tun, damit sie zu den gegebenenfalls hinzugefügten Attributen, falls das in meiner Klasse, in meiner neu abgeleiteten Klasse der Fall ist, dann auch entsprechend passt. Genau. Aber erstmal ist die Antwort, wird mit vererbt und kann überschrieben werden. Aber da muss man eben ein bisschen aufpassen beim Überschreiben.
Stellen wir uns jetzt mal vor, wir wollen die Golfballklasse nochmal erweitern durch eine Klasse My Golf Ball. Das ist übrigens kein guter Bezeichner, würde in Abschlussaufgaben Abzüge geben, warum das jetzt einfach nur My heißt, sondern wir sollten jetzt natürlich irgendwas Sinnvolles wählen, was jetzt diesen Golfball mehr ausmacht als die normalen Golfbälle. Hier soll es jetzt mal die Art und Weise, wie der aufgebaut ist, Two-Piece oder Three-Piece sein. Das sollte ich mir vielleicht mal anschauen, was das eigentlich beim Golfball bedeutet. Aber es soll jetzt an der Stelle egal sein. Also einfach ein weiteres Attribut, was für diese Klasse MyGolfBall hinzukommt. Das heißt, im Konstruktor verwende ich erstmal den Superkonstruktor, um die anderen Attribute sinnvoll zu initialisieren, die ich ja geerbt habe. Und initialisiere dann noch die Construction. Oh, hier ist noch ein Fehler. Das sollte natürlich hier Construction heißen. Das kommt davon, wenn man Folien kurz vorher nochmal ändert. Ich mache das nochmal schnell. Nicht, dass sie das nachher verwirrt. Ich ändere die Construction oder ich setze die Construction in dem Konstruktor. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Passt jetzt vielleicht nicht vom Syntax-Highlighting her, aber das ist ja auch egal. Genau, haben wir es hier. Setze die Construction halt hier selber. Und jetzt könnte ich ja sagen, okay, dann implementiere ich oder dann überschreibe ich die Equals-Methode, um jetzt hier einen sinnvollen Vergleich auch für dieses neue Attribut zu machen. Also ich überprüfe erstmal wieder, ist die Referenz schon gleich, den kann ich direkt true zurückgeben. Sonst prüfe ich, ob das Objekt auch nicht null ist, dass es auch von der gleichen Klasse ist. Und wenn ja, dann überprüfe ich eben jetzt, dass die Construction die gleiche ist wie vorher, gebe sonst false zurück. Sieht vielleicht erstmal auf den ersten Blick so ganz okay aus. Aber das Problem an der Stelle wäre, wenn ich es jetzt genau so implementiere, wie hier dargestellt, würden zwei Golfbälle bereits dann als gleich identifiziert, wenn nur das Attribut Ball Construction denselben Wert hat. Denselben soll das natürlich heißen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass alle Attribute des Objektes den gleichen Wert haben. Wie würde das hier aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei neue MyGolfBalls initialisiere, die sich hier auch in der Compression unterscheiden, aber in dem neuen Attribut Construction gleich sind und diese dann vergleiche, bekomme ich mit der Equals-Methode heraus, dass die beiden gleich sind. Warum verhält sich das Programm so? Das ist jetzt auch die letzte Frage an Sie. Weil Equals überschrieben wurde. Genau. Weil es nur das neue Attribut vergleicht. Genau. Aber wie könnten wir jetzt. Also, das ist eigentlich schon die Antwort. Genau, weil es nur das neue Attribut vergleicht, natürlich. Aber was sollten wir vielleicht anders tun? Es ist eigentlich die Kombination. Unsere neue Equals-Methode vergleicht nur das neue Attribut und die alte Equals-Methode wird natürlich nicht mehr ausgeführt, weil die ja überschrieben wurde. Es wird ja nur eine der beiden ausgeführt, nicht irgendwie von alleine beide. Ja, die alte Methode von Golfball wird also in dieser Form jetzt hier nicht ausgeführt. Wenn wir das wollen, dass die alte Equals-Methode, die die anderen Attribute des normalen Golfballs vergleicht, auch ausgeführt wird, dann müssen wir das auch explizit irgendwo hinschreiben und dafür ist eben der Superpunkt Equals da und das muss ich aber auch dann explizit aufrufen. Man kann es zum Beispiel so machen, wie hier dargestellt, dass wir in diesem Vergleich, ob das Objekt 0 ist und ob die Klasse die gleiche ist, dann auch noch hinzufügen, ob die Super-Equals-Methode überhaupt schon mal besagt, dass die beiden Objekte gleich sein könnten. Und nur wenn das der Fall ist, dann überprüfen wir auch noch die Construction. Alternative Lösung wäre noch, das Ganze ein bisschen abzukürzen und nur zu fragen, wenn es Super-Equals schon mal gegeben ist, dann vergleiche ich noch die Construction. Das kann man machen, ist aber ein bisschen, sag ich mal, gefährlich, weil man jetzt hier davon ausgeht, zu wissen, dass in der Equals-Implementierung der Superklasse, der Oberklasse, diese Vergleiche, ob das Objekt 0 ist und ob es die gleiche Klasse hat, drinstehen. Also hier wird, es ist, aber gut, Vererbung ist immer Whitebox, aber hier wird eben auch insbesondere dann Wissen über die Golfballklasse und deren Equals-Methoden-Implementierung vorausgesetzt. Und dann braucht man natürlich nur noch die Construction zu vergleichen. Ist okay, aber sollte man eben sich bewusst sein, dass man damit noch eine stärkere Abhängigkeit zwischen dieser Equals-Implementierung und der Golfballklasse sich einfängt, sozusagen.
So, eine letzter Punkt dazu noch. Was passiert denn, wenn ich mehrere Ebenen in der Vererbungshierarchie habe? Also würde jetzt irgendwas kaputt gehen, wenn ich weitere Klassen in die Vererbungshierarchie zwischen Golfball und MyGolfball einfüge. Das wäre jetzt tatsächlich kein Problem. Wenn ich hier unten jetzt Super Equals aufrufe, funktioniert alles weiter fehlerfrei. Also zum einen, wenn diese Klasse gar keine Equals-Methode überschreibt, dann würde ich ja sogar direkt die von hier nach hier vererbte Equals-Methode aufrufen. Wenn diese Klasse dazwischen die Equals-Methode nochmal geeignet überschreibt und auch Super Equals wiederum aufruft, werden dann eben alle Equals-Methoden aufgerufen. Tatsächlich könnte man jetzt einschränken, wenn diese Klasse natürlich nicht richtig die Equals-Methode überschreibt, dann kann auch was kaputt gehen. Aber eine Daumenregel ist dann, sobald eine Basisklasse die Equals-Methode implementiert, soll auch die Equals-Methode der abgeleiteten Implementierung Super Equals aufrufen, mit der Ausnahme, dass die Basisklasse JavaLong Object ist. Da kann man den Vergleich mit dem Gleichheitsoperator auch direkt selber nochmal hinschreiben. Okay, und kommen wir jetzt schließlich zu dem sechsten Prinzip. Vorsicht bei der Verwendung von Instance of in Equals. Also jetzt die Frage, wie ist denn das mit verschiedenen Klassen in meiner Vererbungshierarchie? Kann ich Objekte der abgeleiteten Klassen mit Objekten der Basisklasse vergleichen? Kann ich das? Also das Bild soll jetzt wieder signalisieren, Achtung, Potenzial für Katastrophe. Bis jetzt hatten wir es so gemacht in der Equals-Methode, dass wir getClass verwendet haben, um zu vergleichen, ob wirklich ein Objekt den dynamischen Typ, genau den gleichen dynamischen Typ hat wie das zu vergleichende Objekt. Also dass es beides wirklich Instanzen von Golfball sind oder beides Instanzen von MyGolfball sind. Und wir haben nicht einen Golfball-Objekt mit einem MyGolfball-Objekt verglichen, beziehungsweise dann haben wir False zurückgegeben, ähnlich wie bei Integer und Float, wir das vorhin schon gesehen haben. Es kann aber manchmal auch sinnvoll sein, zu erlauben, dass Objekte der abgeleiteten Klasse mit Objekten der Basisklasse verglichen werden. Und zwar kann man das dann machen, wenn die abgeleitete Klasse nur das Verhalten der Basisklasse ändert und gar nicht neue Attribute einführt. Wenn also die Attribute, die für diesen semantischen Vergleich relevant sind, gleich bleiben. Und dann ist es okay zu sagen, dann erlaube ich auch, dass, wenn es jetzt zum Beispiel bei MyGolfBall noch eine Ableitung gäbe, my, I don't know, springy Golfball, der irgendwie anders springt oder so, der aber keine neuen Attribute einführt, dann ist es auch okay, Equals-Methoden so zu schreiben, dass ein solcher springy Golfball gleich sein kann wie ein my Golfball. Wie kann ich das dann machen, dass ich Objekte der abgeleiteten Klasse mit Objekten der Basisklasse vergleiche? Das kann ich machen, indem ich in der Basisklasse, also wo auch immer in der Vererbungshierarchie diese Beziehung anfangen soll, in der Implementierung der Equals-Methode Instance of statt getClass verwende. GetClass eben, wenn ich GetClass mache, dann hätte ich ein Objekt oder hätte ich die Situation, dass ein Objekt der abgeleiteten Klasse niemals gleich mit den Objekten der Basisklasse ist, wie ich ja gerade schon gesagt hatte. Tatsächlich, ich muss mich gerade korrigieren, muss man das in der Basisklasse der ganzen Vererbungshierarchie außer Object machen. Also man kann es nicht irgendwo zwischendrin anfangen, bei MyGolfBall zum Beispiel, sondern man müsste das dann bei der Golfball-Methode schon bei der, sag ich mal, obersten eigenen semantischen Implementierung von Equals machen. Diese abgeleitete Klasse darf dann nicht nochmal Equals überschreiben. Ein Beispiel haben wir hier. Wir könnten bei unserer Golfball-Methode also sagen, wir vergleichen nicht Object getClass, wie stand es da, equals thisGetClass, sondern überprüfen, ob Object Instance of Golfball ist, ebenso wie die eigene Implementierung. Der Golfball fügt dann zum Beispiel nur irgendwelche Methoden hinzu, keine Attribute. Und dann könnte ich, in dem Fall, Moment, in dem Fall definieren wir es erstmal so wie vorher. Und dann könnte ich zwei Golfbälle miteinander vergleichen mit der Equals-Methode. Ich glaube, meine Animation ist hier ein bisschen kaputt. Falls die Attribute dann gleich sind, also Brand X und Professional und Kompression gleich sind, diese drei, dann würde egal wie rum ich diese Equals-Methode aufrufe, ob ich jetzt G, hier in diesem Beispiel, G.EqualsM oder M.EqualsG aufrufe, beides würde true zurückliefern und die Symmetrieeigenschaft, die ja gefordert ist für die Equals-Methode, bleibt
erhalten. Und das kann man so machen, wenn das für die Domäne sinnvoll ist. Wenn man jetzt also sagen würde, die Construction, selbst wenn es ein Attribut Construction gibt, ist das für den semantischen Vergleich der Gleichheit von Golfbällen irgendwie nicht relevant. Wäre jetzt vielleicht wahrscheinlicher, wenn es die Farbe, sage ich mal, wäre eines Golfballs. Und das wäre jetzt vielleicht für ein Simulationsprogramm, was jetzt irgendwie die Bewegung und Abprallung oder sowas simulieren will, wäre die Farbe nicht relevant. Aber sollte man sich überlegen, ob das tatsächlich so sinnvoll ist. Was man nicht machen sollte, ist, warum sind hier, ah, genau, die Equals-Methode dann an beiden Stellen nochmal neu zu implementieren. Also wir sollten nicht das so machen, dass wir die Equals-Methode hier mit Instance of implementieren, nur Brand and Make vergleichen und hier in MyGolfBall dann nochmal erstmal Super.equals aufrufen und dann nochmal die Construction vergleichen, weil wenn wir jetzt diese beiden, ja, das ist, glaube ich, kein gutes Beispiel, Moment. Genau, es ist kein gutes Beispiel, weil hier sollte jetzt eigentlich eine 100 stehen. Vielleicht mache ich das auch mal eben. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Es steht da zwar, wenn beide Attribute gleich sind, aber das sollten wir vielleicht auch im Beispiel so konsistent machen, dass beide Attribute gleich sind, um das jetzt hier nicht zu verwirrend zu machen. Wenn also beide Attribute gleich sind, also die für den Vergleich relevanten Attribute gleich sind, dann würde ein Aufruf von g.equals m true zurückliefern, aber andersrum ein Aufruf jetzt in diesem Beispiel von m.equals g würde false zurückliefern, weil die Implementierung von equals von myGolfBall ja dann auch noch auf die Construction guckt, die auch erstmal gar nicht definiert ist. Man müsste dann auch hier natürlich auch noch den Typ entsprechend abfragen, ob man das überhaupt casten kann. Also das wäre unschön, sollte man so nicht implementieren. Es ist also, man muss sehr aufpassen, wenn man, oder man kann es eigentlich nicht machen, dass man die Equals-Methode an verschiedenen Stellen in der Vererbungshierarchie implementiert und Instance of benutzt, weil man damit eben die Symmetrieeigenschaft verletzt. So, was haben wir hier noch? Jetzt könnte man. Sich überlegen, kann ich das vielleicht anders umsetzen, wenn ich hier unten nochmal abfrage, ob das andere Objekt auch Instance of von MyGolfBall ist und dann implementiere ich das einzeln. Aber da habe ich immer noch das Problem, dass auch hier, auch wenn ich es so rum versuche, m.equals g immer noch false liefern würde in diesem Beispiel, weil ja, ich eben die Construction immer noch nicht richtig berücksichtigt habe und ich eben nicht sicherstellen kann, dass das Problem im Prinzip ist, dass der Einstiegspunkt hier bei dieser Aufruf der Methode hier oben ist. Hier rufe ich die Equals-Methode auf, weil G ja vom Typ Golfball ist und hier unten rufe ich bei M die Methode bei MyGolfball auf und entsprechend werden unterschiedliche Dinge eben überprüft. Ja, anders. Man hat hier zwar die relevanten Attribute beibehalten, aber Equals anders implementiert. Okay. Genau, was man machen kann, um sicherzustellen, dass das auch nicht schief geht an dieser Stelle, ist, dass wir die Verwendung von Instance of in der Equals-Methode kombinieren mit dem Schlüsselwort Final. Und das ist im Prinzip auch die Zusammenfassung hier an der Stelle. Wenn wir also es erlauben wollen, Objekte in einer Vererbungshierarchie über die Vererbungshierarchie hinweg vergleichen zu wollen mit Equals, dann sollten wir diese Equals-Methode in der Basisklasse, die eben genau das erlaubt, final definieren, sodass die Klassen, die davon ableiten, nicht mehr eine eigene Equals-Implementierung hinzufügen können. Und so können wir dann eben sicherstellen, dass die Symmetrieeigenschaft weitergegeben ist. Also das ist die Lösung sozusagen, die erzwungene Beibehaltung der relevanten Attribute durch final. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung von diesen Best Practices. Wir haben jetzt also gesehen, Sie sollten Polymorphie statt Instance of verwenden oder das bevorzugen und wenn Sie das mal nicht tun, sich selbst ins Gesicht hauen. Slap yourself. Wir haben die Unterscheidung zwischen dem Gleichheitsoperator und Equals nochmal wieder rekapituliert. Es ist an vielen Stellen sinnvoll, die Standardimplementierung von Equals zu überschreiben. Gleichzeitig aber Vorsicht, man sollte auch gucken, also man braucht dieses Überschreiben nur zu machen, wenn man im Kontext des Programms auch tatsächlich Objekte vergleichen möchte, semantisch. Das ist nicht unbedingt in allen Fällen und für alle Klassen der Fall. Wenn man Equals-Methoden überschreibt, sollte man auch mit Super-Equals die entsprechende
überschrieben die Methode, nochmal aufrufen, um den Vergleich der Attribute der Oberklassen auch genauso hinzubekommen, wie das bei den Oberklassen implementiert ist. Und man sollte eben bei der Verwendung von Instance of aufpassen, dass die Symmetrieeigenschaft von Equals nicht verloren geht. So viel zu diesem ersten Teil der Vorlesung, der eigentlich ein bisschen schneller auch hätte sein dürfen, obwohl wir haben es ja noch vor 3. Das passt vielleicht auch noch und kommen wir zu dem zweiten Teil. Aber ich gucke noch mal eben, ob es hier noch etwas Unbeantwortetes gibt. Zumindest jetzt bei den hochgelikten Fragen glaube ich nicht. Die Tutoren schon entsprechend Antworten auf die verschiedenen Fragen gegeben. Sehr schön, danke dafür. Okay, das heißt, wir können mit dem zweiten Teil der Vorlesung, nämlich dem Finden und Beheben von Fehlern, weitermachen. Da sind wir hier wieder in unserem Überblick und wieder in der Methodik, dass wir nämlich einen Fehler, den wir aus Versehen in unser Programm eingebaut haben, auch wieder rausbauen können, wollen, um eben eine richtige Abgabe, zum Beispiel für eine Abschlussaufgabe, bauen zu können. Was sind in diesem zweiten Teil jetzt die Lernziele? Das ist, wie gesagt, das Finden und Beheben von Fehlern. Ein Lernziel ist, dass Sie danach durch systematische Analyse in Ihrem Programm Fehler oder in Programmen im Allgemeinen Fehler finden können und dass Sie die wissenschaftliche Methode beim Debugging anwenden können. Also, dass Sie einfach nur irgendwie versuchen, Fehler zu finden, sondern systematisch und auch nach der wissenschaftlichen Methode vorgehen können. Zu Bugs hatten wir ganz am Anfang schon mal was gesagt. Kann sich auch noch fragen, was ist überhaupt ein Bug und wo kommt der Begriff her? Es gibt dieses, es ist, glaube ich, mittlerweile im National Museum irgendwo in den USA, dieses Blatt Papier aus dem Projekt unter der Leitung von Grace Hopper, deswegen hier nochmal Grace Hopper gezeigt, wo die Ingenieure dann geschrieben haben, das ist jetzt wirklich mal ein Fall, wo wir einen Bug gefunden haben im System, weil da eben irgendein Insekt, so ein Käfer, wohl in ein Relais geklettert oder beziehungsweise da verschmort ist. Tatsächlich ist dieser Begriff Bug aber auch schon älter, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wurde auch schon von Ingenieuren im 19. Jahrhundert verwendet, auch von Thomas Edison, wie ich das gefunden habe, um irgendwie so Fehlerchen, die auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind, zu bezeichnen. Also mit Bug bezeichnet man ja einen Fehler, den man irgendwie in sein technisches System eingebaut hat. Nettes Zitat ist dieses hier zum Begriff Bug. Wenn Debugging der Vorgang ist, Fehler auszubauen, dann ist Programmieren wohl der Vorgang, Fehler einzubauen. Das stimmt auch in dem Sinne, dass tatsächlich eigentlich alle größeren komplexen Softwaresysteme sicherlich auch irgendwelche Bugs haben. Also außer vielleicht wenn das passiert bei größeren Softwaresystemen, dann auch eher weniger, dass man sie wirklich formal verifiziert hat zum Beispiel. Aber es passiert eben wirklich sehr leicht, dass Menschen Fehler in Programme einbauen, weil Programme, also insbesondere große komplexe Programme, eben sehr viele Stellen haben, in denen man Fehler einbauen kann. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit pro Stelle gering ist, einen Fehler einzubauen, irgendwo im Ganzen hat man es dann wahrscheinlich doch hinbekommen. Man unterscheidet zum Begriff noch zwei Typen von Bugs. Das muss sich irgendein frustrierter Programmierer mal ausgedacht haben. Nämlich den Sonderfall eines sogenannten Heisenbugs, der beim Debugging nämlich wieder verschwindet. Und das ist ganz besonders blöd, dass wenn man nämlich im Produktivsystem oder auch in dem System, was man selber verwendet, einen Bug bemerkt, irgendwas funktioniert nicht wie gewollt, dann versucht man den zu finden, also zu debuggen, wie wir es jetzt gleich im Weiteren beschreiben. Und da gibt es auch Tools dafür. Und dann tritt er nicht mehr auf in dem Moment, wo ich nach dem Bug suche. Das, ja, nennt man dann Heisenbug, soll so ein Wortspiel sein, mit dem Namen von Werner Heisenberg, der ja als Physiker sehr viele Beiträge zur Quantenmechanik geleistet hat und bezieht sich darauf, auf diesen Beobachtereffekt in der Quantenmechanik, dass sich eben ein Phänomen ändern kann, nur weil man es gerade beobachtet. Und so kann es aber tatsächlich bei Software auch sein, dass sich ein Bug nicht mehr auftritt, weil ich ihn beobachte, weil ich zum Beispiel, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, das Benutzen eines Debuggers, was eben ein bestimmtes Tool ist, dann zum Beispiel das Zeitverhalten meines Systems ändere, sodass dieser Fehler, der also oftmals bei Heisenbugs durch Zeitverhalten verursacht wird, dann in dem Lauf dann nicht mehr vorkommt. Und dieses Gefühl, also manchmal hat man Bugs in komplizierteren Systemen, die halt sehr schwer beobachtbar sind. Im Gegensatz dazu bezeichnet man dann noch den Bohrbug, ein
sozusagen normalen Bug, also einen deterministischen Bug, einfach wenn ich eine Menge von Eingabewerten habe, immer für diese Eingabewerte bekomme ich dann einen entsprechenden Fehler und ein nicht erwartetes Verhalten nach Niels Bohr, der ja ein sozusagen schön einfaches Atommodell entwickelt hatte. Genau, das zu den Begriffen. Ich hoffe, dass wir in den Abschlussaufgaben und Sie in den Abschlussaufgaben nur mit Bohr-Bugs zu tun haben oder vielleicht sogar mit gar keinen und keine Heisenbugs. Wie gesagt, kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu, aber das passiert dann eher, wenn man auch Parallelität im System hat zum Beispiel. Okay, mehr noch zu den Begriffen. Es gibt auf Englisch, das ist auf Deutsch manchmal gar nicht so leicht zu reproduzieren, aber auf Englisch auch eine schöne Unterscheidung von verschiedenen Arten von Fehlern oder verschiedenen Bedeutungen des Wort Fehlers. Und zwar, dass ich erstmal sagen kann, ein Fault, das könnten wir jetzt auf Deutsch Fehler nennen, ist erstmal ein Fehler, den ich beim Coden gemacht habe. Dann ein Defect ist ein solcher Fault, den ich durch Testen gefunden und identifiziert habe, der also bekannt dann sozusagen ist. Ein Bug ist dann nochmal ein Defect, der von den Entwicklern auch anerkannt wurde, dass man auch tatsächlich sich einig ist, aha, das ist jetzt wirklich ein Fall, wo das System nicht der Spezifikation entspricht. Ein Error, was man jetzt als Fehlerzustand oder Störung vielleicht auch übersetzen könnte, ist ein Softwarezustand, der durch einen Fault, Bug oder Defekt verursacht wird. Also das bedeutet, dass zum Beispiel ein Objekt an einer Stelle eine Nullreferenz hat, wo man eigentlich nicht dachte, dass da eine Nullreferenz sein soll. Also tatsächlich der Zustand des Programms im Sinne von, wie die Belegung der Variablen im Speicher ist, passt eigentlich nicht mehr ganz zu dem, wie es vorgesehen war. Das kann an sich auch, also kann schlimm sein oder auch nicht, denn es gibt noch die letzte Eskalationsstufe, die eines Failures. Das ist dann das Versagen der Software, also ein Unterschied, ein von außen beobachtbarer Unterschied zum von der Software erwarteten Verhalten zur Laufzeit. Also zum Beispiel ein Absturz, ein Ausfall oder auch einfach eine falsche Ausgabe. Und da muss man eben unterscheiden. Also was wir tatsächlich vermeiden wollen, ist, dass eine Software versagt. Aber dahin gibt es verschiedene Schritte. Also irgendwo oftmals wird Versagen durch Bugs verursacht, aber man kann einen Bug auch noch finden, bevor er tatsächlich zum Versagen führt. Oder man kann auch Fehlertoleranzmechanismen in Software einbauen, die dann Fehlerzustände noch abfangen, bevor es zum Versagen kommt zum Beispiel. Also so ist es diese Hierarchie oder diese verschiedenen Begriffe, die entsprechend zusammenhängen. Das ja, ist schon ein bisschen ältere Terminologie. Genau. Das ist jetzt die Terminologie von Bugs und Fehlern, Errors und so weiter. Was ist denn jetzt also Debugging oder das Finden und Beheben von Fehlern? Debugging, das Finden und Beheben von Fehlern. Und das ist interessanterweise so, dass beim Debugging der Hauptaufwand auf das Finden und Verstehen eines Fehlers oder der Hauptaufwand dafür benötigt wird. Man sagt auch 90% des Aufwandes. Und wenn man einen Fehler, den man eingebaut hatte in sein eigenes Programm, erstmal gefunden und verstanden hat, dann ist die Korrektur meist einfacher. Also die Schwierigkeit beim Debugging ist es, Fehler erstmal zu finden und zu verstehen. Worauf wir jetzt in dieser Vorlesung hinaus wollen, ist, dass es eben Methoden gibt, wie man sinnvoll Fehler finden kann, die einem dabei helfen können, systematisch und sinnvoll anhand von eben der wissenschaftlichen Methode Fehler zu finden, was einen als Programmierer dann sehr viel effizienter macht, weil man eben den hohen Zeitaufwand, den das Finden und Verstehen von Fehlern verursacht, so kürzen kann, weil man systematisch vorgeht. Ein effizienter Programmierer kann also durch ein solches systematisches Vorgehen Fehler besser finden. Ineffiziente Programmierer suchen eher unsystematisch nach Fehlern, was dann auch dazu führt, dass man manchmal die gleichen Dinge mehrfach probiert und aber nicht so richtig weiterkommt, sich im Kreis bewegt und so weiter. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Faktor für die unterschiedliche Produktivität auch von Softwareentwicklern. Man sagt, dass es bei der Produktivität von Softwareentwicklern ja bis zu Faktor 20 Unterschiede gibt, wie schnell jemand eben Funktionalität in Software umsetzen kann. Genau, was wir also machen können beim Debugging ist, die wissenschaftliche Methode zu verwenden, um ein Programm effizient und systematisch zu debuggen. Da schauen wir uns erstmal die klassische wissenschaftliche Methode an und übertragen das dann gleich auf die Frage des Debuggings. Was macht man bei der wissenschaftlichen Methode? Man erfasst erstmal Daten durch reproduzierbare Experimente, formuliert dann eine Hypothese, die die relevanten Daten widerspiegelt. Also man hat zum Beispiel
Gut, man muss am Anfang überhaupt erstmal eine Idee haben, was man experimentieren möchte. Das ist jetzt an der Stelle weggelassen. Aber wenn man zum Beispiel festgestellt hat, dass unterschiedliche, womit könnte ich ein Beispiel machen, habe ich mir jetzt im Voraus nicht überlegt, aber dass das Äpfel vom Baum herunterfallen, also Richtung Schwerkraft irgendwie, dann könnte man sich überlegen, ein paar Experimente machen zum Fallen, wie lange Dinge fallen oder sowas. Und dann anhand der Beobachtungen, die man gemacht hat, eine Hypothese widerspiegeln, warum das so sein könnte oder was hier das Naturphänomen sozusagen oder die Gesetzmäßigkeit ist, die man beobachtet hat. Und sollte dann, und das ist jetzt das Wichtige eigentlich, sich überlegen, was könnte ich denn jetzt weiter experimentieren, um diese Hypothese, die ich erstmal aus Daten, aus Beobachtungen, die ich gemacht habe, abgeleitet habe, nochmal zu überprüfen. Dann gehört das Überprüfen der Hypothese selbst dazu. Und dann, ja, muss ich iterieren eigentlich, wenn die Hypothese dann nicht mehr gilt, weil ich sie mit neuen Experimenten widerlegt habe, müsste ich mir eine bessere Hypothese oder eine andere Hypothese sogar überlegen. Wenn die Hypothese zwar noch gilt, aber ich noch nicht zufrieden bin mit der Antwort, muss ich mir vielleicht weiter überlegen, wie könnte ich noch genauer experimentieren, welche andere Experimente könnte ich noch durchführen oder wie könnte ich die Hypothese auch noch weiter verfeinern. Das wäre erstmal so als Grundprinzip jetzt für uns relevant, die Frage, wie kann ich das jetzt anwenden auf Debugging? Da ist es eben so, dass wir erstmal den Fehler stabilisieren müssen, also auch überhaupt erstmal Daten sammeln müssen, dann die Ursache des Fehlers lokalisieren müssen, also herausfinden müssen, wo ist dann eigentlich, also welche Stelle im Programmcode verursacht diesen Fehler. Dazu müssen wir die Daten erfassen, die zum Fehler führen. Diese Daten dann, also hier findet die tatsächliche wissenschaftliche Methode angewandt auf Debugging statt. Wir erfassen erstmal Daten, die zum Fehler führen, analysieren diese erfassten Daten und formulieren dann eine Hypothese, wo dieser Fehler herkommt. Und versuchen dann weiter zu überlegen, okay, wie können wir jetzt, wenn wir jetzt eine Hypothese haben, warum hier ein Fehler auftritt, also was der Fault sozusagen war, was der Bug war, was der Fehler in der Programmierung war, dann müssen wir weiter auch schauen und überprüfen, ob diese Hypothese auch gilt. Also weitere Daten sammeln, weitere Experimente machen, um zu schauen, ob das tatsächlich der Grund für den beobachteten Fehler ist. Das kann man durch Testen machen, das war das, was ich gerade gesagt habe, oder auch durch die Suche des Codes, dass man also anhand der Hypothese, die man gebildet hat, in den Code hineinschaut und guckt, ist es tatsächlich irgendwie falsch implementiert. Dann überprüft man die Hypothese durch eine der beiden Methoden und kann dann den Fehler am Ende beheben. Sollte dann auch nicht vergessen, am Ende zu testen, ob man tatsächlich den Fehler behoben habe, hat. Und ganz zum Schluss macht es auch oftmals Sinn, sich nochmal zu fragen, war das jetzt ein Fehler, den ich hier gerade gefunden habe, den ich auch an anderen Stellen vielleicht auch noch gemacht habe? Also da nochmal über das ganze Programm zu reflektieren oder über die ganze Programmieraufgabe, die man hat, macht an der Stelle Sinn, wo das auch gerade noch frisch im Kopf ist. Auf die einzelnen Schritte gehen wir im Folgenden ein bisschen weiter ein. Das erste, also, oder nochmal, zusammenfassend, das Stabilisieren des Fehlers war jetzt oben bei der wissenschaftlichen Methode eigentlich noch nicht dabei, ist aber bei der Programmierung erstmal wichtig, damit wir einen Startpunkt haben. Und hier dieses, was wir hier unter Lokalisierung des Fehlers stehen haben, ist eben das tatsächliche Anwenden der wissenschaftlichen Methoden von Erfassen der Daten über Hypothesenbildung, Überprüfung der Hypothese, bis man ja zufrieden ist und den Fehler beheben kann. Genau, gehen wir die einzelnen Punkte hier durch. Das erste ist, wie gesagt, das Stabilisieren eines Fehlers. Und da geht es erstmal darum, überhaupt in der, sage ich mal, kontrollierten Umgebung es hinzubekommen, dass der Fehler nochmal auftritt. Wie gesagt, bei diesen sogenannten Heisenbugs ist das nämlich auch schwierig. Wenn ich den Fehler dann nämlich stabilisiert habe, dann kann ich anfangen, ihn im Detail zu untersuchen. Weil sonst, wenn ich den Fehler noch nicht stabilisiert habe, ist es auch schwer, dann Testfälle zu schreiben, die mir helfen soll, mit einer Hypothese oder eine Hypothese zu überprüfen, wenn es einfach sein kann, dass der gleiche Testfall mal fehlschlägt und mal nicht. Und dann müsste ich es eben mehrfach ausführen und kann dann nicht leicht wirklich eine Hypothese überprüfen, wenn ich den Fehler noch nicht stabilisiert habe. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie gesagt, die Heisenbugs war das Stichwort. Und solche Fehler, die nicht gut vorhersagbar sind, also wo bei dem einen Programmablauf mit den gleichen Daten, dass alles gut geht und dann beim zweiten Ablauf mit den gleichen Daten plötzlich ein Fehler auftritt,
Ein solcher nicht vorhersagbarer Fehler ist normalerweise ein Initialisierungsfehler, ein zeitliches Problem oder ein hängender Zeiger, was wir in Java aber gar nicht haben, nur der Vollständigkeit halber. Weil in Java die Objektreferenzen ja von der virtuellen Maschine schön verwaltet werden und wir da nicht selber mit rumspielen können, sage ich mal. Aber ein zeitliches Problem zum Beispiel kommt auch in Java vor, wenn man eben mit Parallelität auch im eigenen Programm arbeitet. Bei Ihnen jetzt wahrscheinlich noch nicht. Was sind so Beispiele dafür, wenn ich zum Beispiel irgendwo die Summe zweier Variablen ausrechne und es mal falsch und mal richtig ist? Es wird wahrscheinlich irgendwo ein Problem bei der Initialisierung, da vielleicht auch der Reihenfolge geben. Wenn Sie beim Programmieren Zeiger benutzen, wie gesagt, in Java macht man das nicht, dann kann es sein, dass ein Zeiger auch falsch initialisiert wird oder dass der Speicherplatz, auf den der Zeiger zeigt, vielleicht nicht mehr aktuell ist. Und das muss eben nicht in allen Durchläufen des Programms immer gleich sein, weil die Art und Weise, wie der Speicher verwaltet wird, sich eben mal unterscheiden kann von einer Ausführung des Programms zur anderen. Genau, man versucht einen Fehler zu stabilisieren, indem man versucht, einen Testfall zu finden, der erstmal überhaupt immer zu diesem Fehler führt und dann auch noch weiter versucht, den Testfall so weit zu vereinfachen zum einfachsten Testfall, der zum Fehler führt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Spiel, das man programmiert hat, eine Interaktion hat von ich laufe nach rechts, nach links, nach oben, nach unten und spring nochmal und da irgendwie eine Sequenz von 15 solchen Kommandos identifiziert hat, die zum Fehler führen, dann sollte man danach ausprobieren, sind es wirklich alle diese 15 Eingaben, die ich brauche, oder ist es vielleicht nur das letzte Kommando, was sagt umdrehen oder so, was zum Fehler führt, dann kann ich mir die anderen 14 vorher sparen. Also ich versuche erstmal einen möglichst einfachen Testfall zu identifizieren, der auch zu diesem Fehler führt. Der einfachste Testfall oder vereinfachen bedeutet hier eben auch, dass das Ändern eines kleinen Aspekts oder des kleinsten Aspekts des Testfalls schon zum Ändern des Verhaltens des Fehlers führt. Wichtig ist es hier, wenn man so dabei ist, zu herauszufinden, also den Fehler zu stabilisieren und so einen solchen Testfall zu finden, sich die getesteten Fälle mit Ergebnis auch zu dokumentieren, um eben nicht im Kreis zu laufen und immer und die gleichen Testfälle nochmal auszuführen. Genau, Fehlerdiagnose kann ich dann machen durch oder weitermachen. Mehr über den Fehler lernen kann ich durch Ändern des vereinfachten Testfalls und dann Beobachten des Programmverhaltens. So, wenn ich dann einen Fehler lokalisiert habe, das heißt, ich habe einen einfachen Testfall, der zu diesem Fehler führt, dann ist jetzt die nächste Frage, wo im Code habe ich denn jetzt diesen Fehler eigentlich gemacht? Also wo habe ich irgendwo einen Fehler eingebaut oder ein if falsch geschrieben, sodass diese Abweichung im erwarteten Verhalten meines Programms überhaupt stattfindet. Und dieser nächste Schritt nennt sich eben Lokalisierung der Fehler. Ursache. Hier ist die Frage, dass man erstmal ermittelt, was sind denn die Testdaten, die zum Fehler führen und dann diese Daten eben analysiert. Vielleicht habe ich auch schon mehrere Tests. Oder oftmals habe ich am Anfang nur einen Test, der halt fehlschlägt. Dann kann ich mir aber anschauen, was waren zum Beispiel die Parameter oder was jetzt war in diesem Spielbeispiel das Kommando, was dann als letztes zu einem zu einem Fehler geführt hat. Und dann kann ich mir eben überlegen, was könnte denn jetzt die Ursache sein, basierend auf diesen Daten? Wenn ich mir eine Ursache überlegt habe, kann ich dann diese Hypothese über die Ursache überprüfen, indem ich noch einen Testfall oder mehrere Testfälle schreibe oder eben den Code inspiziere. Ein Beispiel könnte sein, dass ich eine Methode habe oder allgemein für mein Programm drei Parameter auf der Kommandozeile eingebe und ich habe jetzt einen Testfall, bei der irgendwas, der zum Fehler führt, also der zum nicht erwarteten Verhalten führt, zum Beispiel zum Absturz meines Programmes, zu einer Null-Pointer-Exception oder was auch immer. Und in diesem Fehlerfall, den ich identifiziert habe, Entschuldigung, bei den Testdaten, die ich identifiziert habe, dass sie zum Fehler führen, habe ich zum Beispiel einen dieser drei Parameter negativ gewählt, also minus 1, 10 und 15 oder sowas. Dann könnte ich leicht die Hypothese bilden, dass eine negative Zahl in einem der Parameter zu einem Fehler führt. Und das könnte ich dann leicht überprüfen, diese Hypothese, indem ich zum Beispiel nochmal einen Testfall ausführe, wo alle drei Werte positiv sind. Oder ich könnte dann, wenn das denn zum Beispiel funktioniert, dann habe ich meinen Fehler schon mal ein bisschen eingegrenzt. Oder ich könnte auch eben in den Code direkt hineinschauen, an den Stellen, wo diese Parameter verarbeitet werden, ob ich geeignet negative Werte
abgefangen habe, zum Beispiel. Genau. Das sind also die Möglichkeiten, dann weitere, nachdem man die Hypothese gebildet hat, weitere Testfälle durchführen, um die Hypothese zu überprüfen oder auch direkt in den Code gehen, ob man den Fehler dort schon dann entdeckt anhand dieser Hypothese, die man gebildet hat. Das war jetzt ein Beispiel mit einem negativen Parameter. Ganz allgemein sollten wir eben versuchen, Faktoren auszuschließen, bis nur noch die Faktoren, die wirklich zum Fehler führen, da bleiben. Das wäre jetzt nochmal ein weiteres Beispiel. Ich habe erstmal eine Hypothese basierend auf einem vereinfachten Testfall, wo es zum Beispiel 10 Faktoren in den Eingabedaten geben, die zusammen zu dem Fehler führen. Also vielleicht habe ich 3 Objekte, die als Parameter übergeben werden und die haben bestimmte Attribute und die haben jetzt in meinem Testfall nur mal eine bestimmte Belegung ihrer Werte, insgesamt 10 solcher Attribute, die vielleicht problematisch sein könnten. Und dann kann ich anfangen, mir eine Hypothese zu bilden bei diesen 10 Attributen, welche von diesen Attributen könnten irrelevant sein, könnte diesen irrelevanten Faktor in meinem Testfall ändern und dann beobachten, tritt der Fehler immer noch auf oder nicht. Wenn der Fehler immer noch auftritt, dann ist dieser Faktor, also in dem Beispiel jetzt gerade diese Attribute der Objekte, anscheinend irrelevant für das Auftreten des Fehlers und ich kann den Testfall entsprechend vereinfachen. Wenn der Fehler dann beim Ändern eines solchen Attributes nicht mehr auftritt, ist der Faktor wohl relevant und die Hypothese, dass er irrelevant ist, muss korrigiert werden. Ein zweites Beispiel für das Lokalisieren eines Fehlers wäre noch, dass wir eine Hypothese haben, dass der Fehler innerhalb eines Wertebereichs liegt. Also zum Beispiel Zahlen über 20 irgendwie problematisch sind. Und um das zu überprüfen, müsste ich jetzt verschiedene Werte überprüfen. Einmal innerhalb des Wertebereichs, die Grenzen des Wertebereichs. Gut, im Fall, dass ich sage, über 20 gibt es nur eine Grenze. Und außerhalb des Wertebereichs, um dann zu gucken, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Hypothese ist, Werte größer als 20 sind ein Problem, dann könnte ich es mal mit 21 versuchen, mit 20 und mit 19, gut, und dann vielleicht auch nochmal mit 30 und mit 5 oder sowas, um das so ein bisschen abzuklopfen, ob tatsächlich ab dem Wert 20 der Fehler auftritt. Kleines Zwischenfazit an dieser Stelle. Das Debugging ist eben das Finden und Beheben von Fehlern. Und wir können versuchen, da nach der wissenschaftlichen Methode vorzugehen, erstmal einen Fehler stabilisieren, dann zu versuchen, den Fehler zu lokalisieren. Und das ist eben durch diese Kombination aus Daten sammeln, Hypothesen bilden und dann versuchen, wieder weitere Daten zu sammeln, um diese Hypothese entweder zu bestätigen oder zu widerlegen und so mit der Zeit zu verfeinern. Dann können wir Fehler beheben und testen, ob der Fehler behoben wurde und schließlich nach weiteren Fehlern suchen. Das war der erste Teil von diesem Foliensatz, um Ihnen eben ja, ein bisschen eine Handreichung zu geben, wie Sie vorgehen können, wenn Sie einen Fehler haben. Sie brauchen also, wenn Ihr Programm bei den Abschlussaufgaben nicht das tut, was es soll, nicht verzweifeln, sondern können eben anhand dieses sich dann überlegen, was könnten Daten sein, die zum Fehler führen, und entsprechend nach dieser Methode vorgehen. Im Folgenden habe ich jetzt noch eine ganze Menge weiterer Tipps für die Fehlersuche, die so ein bisschen ja, komplementär dazu sind. Ich glaube, es sind 18 sogar. Also jetzt folgen einige Folien mit solchen Tipps für die Fehlersuche, aber ja, möchte ich einfach nicht vorenthalten, weil es kann sehr frustrierend sein, wenn man einen Fehler im Programm hat und den nicht rausfindet. Und von daher ist es hilfreich, dann so ja, eine Handreichung zu haben, was sind denn die verschiedenen Dinge, die ich ausprobieren kann, um die Fehler zu finden. Der erste Tipp ist tatsächlich, alle verfügbaren Daten für die Formulierung der Hypothese einzusetzen. Das liegt daran, dass eine Hypothese nicht eigentlich oder nicht nur einen Fall betrifft, sondern eine ganze Klasse von Fällen. Zum Beispiel könnte eine Hypothese sein, dass alle Wörter, die mit T anfangen, in der Datenbank nicht richtig sortiert werden. Nur als Beispiel. Und diese Hypothese betrifft dann natürlich nicht nur das Wort T zum Beispiel, also oder also English T, sondern alle Wörter, die mit T anfangen. Wenn ich jetzt also einfach nur ein Wort getestet habe, nämlich T, also T, dann kann ich nicht viel aussagen. Ich muss schon ein paar mehr Wörter ausprobieren. Und wenn ich dann auch Daten finde, die gegen diese Hypothese sprechen, dann sollte ich diese Daten natürlich nicht ignorieren, sondern die Hypothese korrigieren. Also wenn ich ein weiteres Wort, was mit T anfängt, finde,
was aber korrekt sortiert werden kann, zum Beispiel, dann muss ich nochmal genauer schauen. Dann ist diese Hypothese offensichtlich nicht richtig und sollte dann auch nicht nämlich an der Hypothese festbeißen, dass es an dem Anfangsbuchstaben T liegt. Dann ist es vielleicht auch an der Länge des Wortes oder irgendwas anderes. Muss ich die Hypothese entsprechend korrigieren. Manchmal habe ich auch mehrere Hypothesen, die noch passen könnten, zwei Hypothesen A und B. Wenn eine davon die allgemeinere ist, also wenn A die allgemeinere Hypothese wie B ist, ist es ausreichend, nur die präzisere Hypothese erstmal zu überprüfen. Hier wieder ein Beispiel mit in diesem Kontext hier. Wenn ich also eine allgemeine Hypothese habe, dieses Sortierproblem liegt irgendwie am Anfangsbuchstaben und eine präzisere Hypothese, dass ich schon auch das Gefühl habe oder die Hypothese habe, dass wenn das Wort mit T beginnt, das ein Problem ist, dann wäre eben diese Hypothese, aha, Wort beginnt mit T und das ist ein Problem, die präzisere Hypothese und die kann ich erstmal weiter untersuchen und brauche die Hypothese, es liegt irgendwie am Anfangsbuchstaben, nicht weiter zu verfolgen. Ein weiterer Tipp ist, die Testfälle, die zum Fehler führen, zu verfeinern Stück für Stück. Wenn ich die Fehlerursache nicht durch Testfälle identifizieren kann, so leicht, dann muss ich sie weiter verfeinern. Dann muss ich die Parameter noch mehr verändern, als ich das bisher dachte, und immer beobachten, was das Programmverhalten ist. Und es ist eben immer gerade dann interessant, wenn ich an der Stelle bin, wo ich einen Testfall ändere, dass entweder ein Fehler, der vorher auftrat, jetzt nicht mehr auftritt oder ein Fehler, der vorher nicht aufgetreten ist, dann plötzlich auftritt, weil dann habe ich einen Ansatzpunkt, wo der Fehler verursacht sein könnte. Wenn ich bei Parametern zum Beispiel erst minus 1 probiere und dann plus 2 und dann der Fehler eben nicht mehr auftritt bei der plus 2, dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, ja, liegt das jetzt daran, dass die Zahl negativ war zum Beispiel. Also immer die Unterschiede zwischen den Fällen, wo es klappt, den Fällen, wo es nicht klappt, anschauen und damit zu versuchen, den Fehler weiter einzugrenzen. Was auch hilfreich ist für die Fehlersuche, ist das Benutzen von JUnit-Tests. Da kommen wir dann später auch nochmal dazu. Das sind einfach kleine Tests, die nicht das Gesamtprogramm untersuchen oder ausprobieren, testen, sondern kleinere Programmabschnitte, sogenannte Units, nur testen. Wenn man solche Unit-Tests hat, dann kann man die auch verwenden, um auch für kleinere Teile des Programms zu überprüfen, ob das Verhalten, was man beobachtet, auch das ist, was man erwartet. Und das kann man eben mit Unit-Tests sehr schön machen, indem man einzelne Programmabschnitte in Isolation beobachtet. Mehr dazu dann aber nächste Woche. Aber der Vollständigkeit hier halber hier schon mal. Anderer Tipp für die Fehlersuche ist das Benutzen vorhandener Werkzeuge. Da gibt es nämlich schon einiges, um Entwickler zu unterstützen beim Finden von Fehlern. Beispiele sind Debugger. Das ist oder auch interaktive Debugger, das ist die Möglichkeit, dass man selber zum Beispiel so eine Art Pausenknopf einbaut in das eigene Programm und dann Schritt für Schritt die einzelnen Anweisungen, die im Programm ausgeführt werden kann, beobachten kann und auch, wie sie den zum Beispiel Objektzustand für ein gegebenes Objekt verändern, Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Das sind Debugger. Auch der Compiler kann schon natürlich helfen, weil er auch manche Fehler abfängt oder weil der Compiler auch zum Beispiel Warnungen ja ausgibt für manche Probleme. Wenn Sie also vielleicht auch da mal in die Warnungen dann reinschauen, die Sie bekommen, kann das ein Hinweis auf irgendeinen Fehler, den Sie eingebaut haben, sein. Und es gibt noch Werkzeuge zur Überprüfung von Werte in den Speicherstellen, dass man also auch den ganzen Speicher inspiziert. Ein Beispiel für einen Fall, wo so ein Werkzeug nützlich wäre, wäre, dass ein Teil des Programms zum Beispiel Ergebnisse in einem anderen Programmteil irgendwie überschreibt. Also vielleicht aus Versehen zwei Objektvariablen auf das gleiche Objekt zeigen, ohne dass ich das als Programmierer eigentlich so gedacht hatte und dann eben von der einen Methode aus das Objekt verändert wird und dann in der anderen Methode quasi unerwartetes Verhalten passiert, weil man da als Programmierer eigentlich nicht davon ausgeht, dass dieses Objekt sich nochmal zwischendurch ändert. Das ist schwer zu erkennen, einfach nur durch Draufschauen auf den Code. Aber da kann man dann eben mit dem Debugger sogenannte Checkpoints setzen und zum Beispiel bei jeder Änderung eines Attributs dieser Klasse genau gucken, von wo wurde das dann geändert und sich dann vielleicht auch sogar auf dem Blatt Papier noch daneben aufschreiben, welche Instanzen der Objekte gibt es denn und welches wird wie geändert, um dann wirklich Schritt für Schritt nachzuvollziehen, was das Programm zur Laufzeit tut, um dann die Fehler finden zu können. Ein weiterer Tipp ist es, einen Fehler auf verschiedene Arten
versuchen zu reproduzieren. Das hilft, wenn man Fehler durch mehrere nicht identische Testfälle lokalisieren kann, weil man dann am besten ja Hypothesen eben aufstellen kann, was die Ursache eines Fehlers ist. Am Ende, wenn man sich eine gute Hypothese gebildet hat über die Fehlerursache, sollte man dann auch nochmal versuchen, einen Testfall zu konstruieren, der eigentlich nicht zu einem Fehler führen sollte, wenn der bei Ausführung des Testfalls, also dieser letzte Testfall bei Ausführung des Testfalls, dann doch zu einem Fehler führt, obwohl er es nicht gesollt hätte, dann hat man die Fehlerursache anscheinend noch nicht korrekt identifiziert. Wenn der dann zu keinem Fehler führt, dann hat man die Fehlerursache womöglich, das wird man dann sehen, korrekt identifiziert. Also da ließ sich nicht nur auf einen Testfall zu verlassen, sondern quasi mehrere Dinge auszuprobieren, um den Fehler eben einzugrenzen, ist sinnvoll. Kann aber auch alles ein bisschen schwierig werden, wenn man Fehler hat, die mehrere Fehlerursachen haben. Es kann auch sein, dass gerade zwei Dinge zusammenkommen müssen, in denen ja in der Kombination oder dass sogar zwei Programmierfehler hintereinander zu einem Fehler führen. Das nochmal ein bisschen grafisch dargestellt. Wenn ich jetzt ein Programm habe und erstmal zwei Parameter vielleicht, die ich eingeben kann, dann kann ich mit einem Test, wo ich einen Fehler habe, noch vielleicht nicht so viel. Also wenn ich mir den Test jetzt vorstelle als Cut, den ich so durch diesen Eingaberaum mache, dann weiß ich mit einem Cut hier durch noch nicht unbedingt, ob der Fehler jetzt tatsächlich hier liegt oder hier oder hier oder hier. Dann kann ich versuchen, noch mit weiteren Testfeldern weiter einzugrenzen, wo der Fehler tatsächlich liegt und dann im Endeffekt mehrere Tests haben, die verschiedene Eingabeparameter vielleicht verwenden, um diesen Fehler auszulösen. Und dann kann ich anhand dieser vielen Einsichten, wie der Fehler ausgelöst wird, dann bessere Hypothesen darüber aufstellen, was tatsächlich das Problem ist. Das muss ich nicht notwendigerweise so machen. Wenn ich einen einfachen Fehler habe, habe ich vielleicht auch eine einfache Hypothese und dann per Hineinschauen in den Code schon gesehen, dass hier jetzt beim If in der Bedingung ein Fehler war. Also man muss das nicht machen, aber das ist eben eine Möglichkeit, um dann bei komplizierteren Fehlern weiter vorzugehen. Allgemein sind diese Fehlersuchtipps ein bisschen priorisiert, dass man mit den vorderen anfangen kann und ganz am Ende haben wir Brute Force, wenn man gar nicht weiterkommt, als Tipp 18. Noch ein Tipp für die Fehlersuche eben, generieren von weiteren Daten bei der Formulierung der Hypothese, wenn man da nicht weiterkommt. Wenn man eben nicht richtig weiter weiß, woran jetzt etwas liegt oder keine Hypothese gut bilden kann, dann kann man sich weitere Testfälle überlegen, die sich von den bisher schon durchgeführten Testfällen unterscheiden und bei denen ersichtlich ist, dass sie fehlschlagen. Also, dass man weitere Testfälle generiert, die sich von den Testfällen unterscheiden, die fehlschlagen. Dass man also weiter versucht, mehr Daten zu generieren, um dann die Hypothese bilden zu können. Und damit kann man dann versuchen, die eigene Hypothese zu verschärfen. Das Beispiel mit den negativen Zahlen war nochmal, da könnte man erstmal so weit gekommen sein, dass meine Hypothese, also ich habe ein Programm mit drei Parametern und ich bin vielleicht schon so weit gekommen, dass einfach mehrere der Parameter negativ sind, der Fehler auftritt. Könnte jetzt versuchen, das Ganze zu weitere Daten zu generieren, um die Hypothese zu verschärfen. Vielleicht reicht es auch, dass einer der Parameter nur negativ ist. Oder vielleicht liegt es eher daran, dass alle Parameter negativ ist. Also da kann ich jetzt weitere Testfälle mir überlegen, um zu versuchen, das weiter einzugrenzen. Für das Bilden der Hypothesen sollte man natürlich auch die negativen Tests mit einbeziehen. Wenn also ein Test eine Hypothese widerlegt, dann liegt die Fehlerursache nicht an einer anderen Stelle im Programm. Und ja, allgemein, wenn ich eben einen Test habe, der die Hypothese widerlegt, sollte ich den natürlich nutzen, um die Hypothese dann weiterzuentwickeln und die Suche weiter einzuschränken. Genau. Was manchmal hilfreich ist, ist einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, was könnten eigentlich noch andere Hypothesen sein, anstatt sich an einer Hypothese zu stark festzubeißen. Also es macht Sinn, sich nicht nur eine, sondern mehrere mögliche Hypothesen zu formulieren, um dann auch zu überlegen, was sind jetzt Testfälle, die ich formulieren kann, um die untereinander abzugrenzen. Aber da ruhig erstmal in der Breite auch nachdenken, bevor man schon in die Tiefe geht und sich an der Verfeinerung einer Hypothese sozusagen abrackert. Das kann man dann, wenn man dann diese mehreren Hypothesen formuliert hat, dann entsprechende Testfälle auch leichter erzeugen, um diese Hypothesen zu überprüfen.
Kommen wir noch zu allgemeineren Tipps. Was auch hilfreich ist, ist eine Liste aller Methoden oder Aktivitäten für Debugging, so wie wir sie jetzt hier in der Vorlesung besprochen haben, aufzustellen und wenn man mit einer Methode nicht weiterkommt, dann auch die nächste Methode auszuprobieren und das eben auch anhand, also sich selber zu dokumentieren und ein bisschen systematisch machen, dass man nicht sich im Kreis bewegt. Weiterer Tipp ist es, zu versuchen, die Fehlerregion im Code einzugrenzen. Was man also versuchen kann, ist nicht das ganze Programm zu testen, sondern nur Teile des Programms zu testen. Da gibt es auch wieder verschiedene sozusagen Untermethoden. Ich kann versuchen, die Fehlerregion einzugrenzen, indem ich Print-Anweisungen oder Log- und Tracing-Daten benutze, also indem ich in meinem Programm ja, System-out-Print-Lines mache, um da den relevanten Objektzustand auszugeben und dann zu gucken, ob bis dahin zumindest das Objekt oder der Zustand des Programms noch so zu sein scheint, wie ich das erwarten würde. Oder ist da vielleicht schon, zum Beispiel bei einer Null-Pointer-Exception, die auftritt, ist an der Stelle schon irgendeine Referenz 0, die es nicht sein sollte. Und so kann ich versuchen, das einzugrenzen. Wenn ich irgendwo so ein System-Out-Printline einfüge und den Objektzustand ausgebe, kann ich eingrenzen, ist das Objekt da schon fehlerhaft 0 gewesen oder erst weiter unten und kann dann eben entweder über dieser Stelle sozusagen oder unter der Stelle weitersuchen. Eine andere Möglichkeit, das zu tun, ist, Teile des Programms nacheinander auch tatsächlich zu entfernen, also auszukommentieren und zu gucken, ob es dann noch funktioniert. Das geht natürlich nicht immer, weil das Programm dann vielleicht auch gar nichts mehr tut, aber kann funktionieren. Und analog zur binären Suche, die werden wir noch feststellen oder kennenlernen, kann man das am besten immer mit der Hälfte des Codes machen. Also es macht nicht unbedingt Sinn, so ein System-Out-Printline irgendwie so Zeile für Zeile zu verschieben, sondern ruhig erstmal irgendwo, sag ich mal, in der Mitte der Interaktion im Code das einzufügen, um zu gucken, ist es da noch okay oder nicht, weil dann habe ich den Suchraum, wo das Problem noch liegen kann, schon gleich um die Hälfte eingegrenzt. Wenn also an der Stelle, wo ich ausgebe, zum Beispiel die Referenz noch nicht null ist, die nachher problematisch wird, dann kann ich dann weiter unten in meiner Methode suchen und sonst kann ich weiter oben in meiner Methode suchen. So kann ich dann immer die Hälften wieder halbieren und relativ hoffentlich schnell zu der Stelle kommen im Code, wo das Problem auftritt. Also immer die Hälfte des Codes, dann beobachte ich das Programmverhalten, wenn ich Dinge entferne, wenn der Fehler immer noch auftritt, obwohl ich Teile des Programms entfernt habe, liegt der Fehler wahrscheinlich in dem Codebereich, der noch nicht entfernt wurde. Wenn der Fehler aber nicht mehr auftritt, liegt der Fehler wohl in dem Codebereich, den ich entfernt habe. Und so kann ich dann ja, das immer weiter eingrenzen anhand meiner Implementierung tatsächlich. Weiterer Tipp ist, Vorsicht walten zu lassen bei Klassen, die bisher Fehler enthalten haben, weil das ist tatsächlich ja mittel erwie oder erwiesen, dass Klassen, die schon mal Fehler enthalten haben, auch wahrscheinlicher wieder Fehler enthalten werden, weil die wohl einfach irgendwie kompliziert sind und deswegen natürlich auch leichter zu einem Fehler führen können. Also solche Klassen kann man sich dann am besten noch mal genauer anschauen und überprüfen, ob man da tatsächlich alles richtig gemacht hat. Anderer Punkt für die Fehlerrichtung oder anderer Tipp für die Fehlersuche ist es, sich häufig ändernden Code auch anzuschauen, genauer anzuschauen. Wenn es einen schwer auffindbaren Fehler im Code gibt, dann liegt der Fehler typischerweise in neu geschriebenem Code, also den man gerade erst hinzugefügt hat, weil es ja unwahrscheinlicher ist, dass im Code, den ich vor 5 Tagen schon hinzugefügt habe, dass ich in diesem Code jetzt erst einen Fehler finde, sozusagen. Das ist natürlich nicht unbedingt wahr, wenn man erstmal sehr viel Code geschrieben hat und nun das erste Mal das Programm ausführt. Aber wenn man quasi schon mal erste Tests durchgeführt hat mit dem Programm und es lief immer alles gut und dann irgendwann an einem Tag schlägt es mal fehl, dann ist natürlich ein Kandidat für einen Fehler, Code, den man gerade erst an dem Tag eingeführt hat. Muss nicht unbedingt so sein, ist aber eine Möglichkeit. Dazu kann man sich auch gut die Differenz zwischen altem und neuem Code anschauen. Sich Diff-Werkzeuge benutzen oder Version Control Logs. Vorausgesetzt, dass man eine Versionsverwaltung des eigenen Codes hat. Das, wenn Sie insbesondere, vielleicht machen das die ein oder anderen von Ihnen auch schon, aber insbesondere in Softwaretechnik 1 dann auch noch lernen, wie man Versionsverwaltung macht. Man kann nämlich, was auch interessant ist, wenn man so eine Versionskontrolle hat, gebe ich das schon mal gleich dazu, dann kann man auch mal alten Code ausführen und gucken, ob dieser Fehler in der alten Version des Codes eigentlich auftrat oder nicht. Und wenn nicht, dann weiß man tatsächlich, dass das irgendwo im neu geschriebenen Code zumindest eine Teilursache des Problems ist.
Wir haben jetzt gerade gesagt, man kann den ganzen Code einschränken. Man kann auch andersrum vorgehen und zu sagen, man erweitert die Code-Region, wo man denkt, wo der Fehler auftreten könnte. Beginnt also erst mit einer kleinen Code-Region und schaut sich das da zum Beispiel mit System-Out-Printlines an, was passiert. Wenn man da den Fehler nicht finden kann, dann erweitert man den zu betrachtenden Code um ein Stück. Auch da lieber nicht zeilenweise Dinge hinzunehmen, sondern größere Chunks sozusagen hinzunehmen, ganze Methoden oder ganze Klassen, um dann, wenn der Fehler dann da drin ist, erst dann wieder weiter zu reduzieren, dass man jetzt nicht ganz, ganz viele Tests machen muss. Noch ein Tipp ist es, inkrementell zu integrieren, dass man also nicht versucht, irgendwie Dinge, die man, ganz viel Code, den man geschrieben hat, auf einen Schlag Big Bang zusammenzustecken und dann funktioniert es, sondern dann, wenn es dann nicht funktioniert, eher versuchen, Stück für Stück kleine Programmstücke miteinander zu verbinden und immer mal auszuprobieren, ob das jetzt das tut, was es soll, und dann erst weitere Funktionalität hinzuzunehmen. Und wenn man dann nämlich eben bei diesem Stück für Stück integrieren einen Fehler bekommt, dann weiß man, dass der Fehler in diesem neu integrierten Stück liegt. So, die letzten drei Tipps, ich mache das noch eben zu Ende, das sind nicht mehr viele, sind generischer. Was wir nämlich auch machen können, ist, auf häufig vorkommende Fehler zu überprüfen. Man kann sich eine Checkliste anlegen oder auch raussuchen, was oftmals schief geht. Das sind so oft bei One-Fehler oder ja, dass ich, wie gesagt, in der If-Bedingung oder in einer Vorschleife die Abbruchbedingung anstatt beim Durchlaufen eines Arrays zum Beispiel, anstatt mit echt kleiner gleich, nein, mit echt kleiner formuliert habe. Nein, andersrum, dass ich die Abbruchbedingung mit kleiner gleich formuliert habe, obwohl ich bei einem Array natürlich nicht bis zur Länge des Arrays laufen darf, sondern nur bis kleiner Länge des Arrays. Das ist so ein typischer Fehler, dass man irgendwo anstatt einem kleiner gleich ein kleiner verwendet hat oder umgekehrt, was dann zum Fehler führen kann. Und solche typischen Fehler kann man sich eben eine Checkliste anschauen oder auch heraussuchen und anhand derer dann durchgucken, ob man einen solchen Fehler vielleicht irgendwo gemacht hat. Genau, existierende Checklisten. Wenn das alles nicht weiterhilft, kann auch manchmal es weiterhelfen, mit einem Dritten über das Problem zu sprechen. Also einfach irgendjemanden zu versuchen, das Problem zu erläutern. Und manchmal kommt es einem in dem Moment, wo man es beschreibt, jemandem anderen auch selber schon eine Idee, wie man es denn doch lösen kann oder was noch eine weitere Hypothese für die Fehlerursache sein könnte. Also auch als Programmierer selber kann man Fehler am besten entdecken, wenn man mit Dritten darüber spricht. Und Dritte haben vielleicht auch noch irgendwelche Ideen und können gute Fragen stellen, weil sie auch eine gewisse Distanz zu dem Problem haben. Schließlich wirklich nicht zu unterschätzen, auch mal zwischendurch eine Pause machen. Also manchmal beißt man sich fest und kommt überhaupt gar nicht mehr auf Ideen, weil man so konzentriert ist in dem aktuellen Stand. Dann einfach mal aufstehen, eine Runde laufen, sei es nur zum Kühlschrank gehen oder zur Toilette, dann wieder zurück an den Schreibtisch zu kommen. Das hilft manchmal schon, um einen anderen Blick auf das Problem zu haben und dann vielleicht nochmal neue und bessere Hypothesen entwickeln zu können. Und das ist, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist tatsächlich so. Sie haben es vielleicht selber auch schon gemerkt, dass man, ja, irgendwo nicht, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, mal kurz aufstehen, wie gesagt, ein Glas Wasser holen und danach hat man vielleicht schon eine viel bessere Idee. Und schließlich der letzte Tipp wäre das Brute Force Debugging. Ist sehr aufwendig, aber ist auch etwas, was, naja, gut, garantiert die Fehlerbehebung, aber schon, wenn man es wirklich richtig macht, kann ich da mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit den Fehler beheben, verschiedene Techniken. Ich kann zum Beispiel nochmal ganz von neuem mir überlegen, wie ich den Entwurf und die Implementierung meines Systems oder meines Programms gemacht habe. Also wirklich nochmal ganz neu alles von vorne denken, um Designfehler zu finden. Ich könnte auch zum Beispiel das ganze Programm wegwerfen und nochmal von vorne anfangen zu programmieren. Ich könnte beim Kompilieren die Warnings mir alle anschauen oder auch das Warning-Level ändern und alle Warnings korrigieren oder anfangen, tatsächlich JUnit-Tests für alles zu schreiben, um Stück für Stück zu überprüfen, ob hier das erwartete Verhalten stattfindet. Also ganz, ganz viele Tests schreiben. Anderes Brute Force-Vorgehen, meine Maus war jetzt wieder auf dem falschen Bildschirm, ist, dass ich wirklich manuell das ganze Programm überprüfe in einer großen Schleife mit einem Debugger. Also Stück für Stück jede Anweisung nachvollziehe, was passiert denn da und dann gucke, ist das das, was ich an der Stelle erwarten würde. Oder ja, den ganzen Code mit ganz vielen System-Out-Printlines instrumentiere, um auch so nachvollziehen zu können, was an jeder Stelle passiert.
Der letzte Punkt hier noch, das ist eher, wenn ich jetzt auch tatsächlich Programme habe, die von verschiedenen Leuten ausgeführt werden, dass ich da dann versuche, desjenigen, bei dem der Fehler auftritt, die Konfiguration von demjenigen auch wirklich nochmal komplett zu replizieren, um Fehler meistens erstmal stabilisieren zu können. Oder ja, das Integrieren ganz kleiner, komplett getesteter Programmstücke ist auch ein solches Verfahren, um vorzugehen. Achso, die war doch noch nicht ganz die letzte Folie, sorry, aber wir haben es gleich. Syntaxfehler, noch ein Stichwort dazu. Das ist eigentlich eine andere Klasse von Fehlern, dass ich nämlich Fehler direkt schon vom Compiler bekomme. Dass der Compiler mir schon direkt sagt, das funktioniert so nicht. Und das ist erstmal eine gute Sache eigentlich, dass es diese Compile-Fehler überhaupt schon gibt. Und das sollte ich auch ausnutzen, insbesondere indem ich auch ja, die Bezeichner verwende, die nur ein Zeichen Differenz haben, also irgendwie X-Koordinate, Y-Koordinate oder so. Denn so können Tippfehler leicht wieder zu legalen Bezeichnern werden. Besser ist es, dass meine Bezeichner auch unterschiedlich genug sind, sodass ein Tippfehler dann eben zu einem Syntaxfehler führt oder Compile-Fehler allgemein und so dann ich dann auch direkt merke, dass da ein Fehler ist und nicht einen komplizierten Bug mir einfange. Wenn man Fehlermeldungen von Compilern bekommt, ist es doch gut zu wissen, dass man sich nicht unbedingt auf die Zeilennummer in der Compiler-Nachricht verlassen kann, auch nicht unbedingt auf die Nachricht selber, die man bekommt. Auch wenn man Exceptions bekommt, muss man auch gucken, dass man sich nicht unbedingt auf die oder nicht zu sehr festbeißt auf eine dieser Fehlermeldungen, die dann in so einem ganzen Stacktrace von Exceptions herauskommt, sondern da ein bisschen offen bleibt. Und hier macht es auch wieder Sinn, ja, auch wenn bei Compile-Fehlern, Divide and Conquer anzuwenden, also das Programm in kleine Segmente zu zerteilen, immer Teile des Programms entfernen und neu kompilieren, bis der Fehler eingegrenzt werden kann. Das war jetzt aber auch wirklich die letzte Folie zu dem Thema. Es war jetzt relativ lange Liste an, was so Hilfestellungen und Vorgehensweisen beim Finden und Beheben von Fehlern sein können. Vielleicht brauchen Sie die auch gar nicht, das wäre auch gut, aber ich denke, es ist wichtig, dass wenn man eben vor dem Problem steht, einen Fehler zu haben, der jetzt nicht offensichtlich klar ist, wo der herkommt, dann hier so ein Toolset zu haben, so eine Auswahl von Möglichkeiten, wie man damit auch umgehen kann. Also braucht man nicht verzweifeln, sondern kann sich eben aus diesem ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was man tun kann, die richtige Methode raussuchen, um auch systematisch vorzugehen beim Finden von Fehlern. Das ist also Debugging, Finden und Beheben von Fehlern. Und wir haben jetzt insbesondere noch über die wissenschaftliche Methode für Debugging gesprochen. Erstmal stabilisieren, dann Fehlerursache lokalisieren über das Bilden von Hypothesen und Sammeln von Daten. Dann kann man Fehler beheben. Dann sollte man auch nochmal testen, ob der Fehler tatsächlich behoben wurde und kann dann auch nochmal nach ähnlichen Fehlern suchen. Wir haben jetzt auch eine Reihe von Tipps für die Fehlersuche noch gesehen. Muss ich jetzt nicht nochmal alle wiederholen, aber eben von dem Benutzen aller verfügbaren Daten für die Formulierung der Hypothese bis hin zu Pause machen, mit jemand anders drüber reden, brainstormen und vielleicht auch einem gewissen Brute Force vorgehen. Gut, dann war es das für die Vorlesung von heute. Danke an diejenigen, die noch ein bisschen länger ausgehalten haben, für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, das Ganze dient jetzt auch als Nachschlagewerk, was Sie vielleicht nicht brauchen werden während der Abschlussarbeiten, aber Ihnen dann vielleicht weiterhilft, mit Problemen systematisch umgehen zu können. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Vorlesung. Bis dann!